Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition und ich bin wieder schlecht vorbereitet. Alles umschmeißen. Ich muss euch doch das Buch in die Kamera halten. Hier, da, bitte. Ich werde ja auch nicht gesponsert. Nur damit... Oh, Kamera. Nur damit ihr wisst, welche jetzt wundervolle Edition ihr kaufen müsst. Und nicht. Ja. Egal. Heute mit dabei 4 illustre Vampire. Und zwar... Wo fange ich denn mal an? Ich fange mal an bei Lilio, die Dr. Angela spielt. Unsere Gruppenbruha. Schönen guten Abend. Und wir haben heute außerdem dabei den Rerion, der spielt Ronan. Hey. Und Feramin spielt Samantha. Hallo. Und last but not least, Feder spielt heute Jelly. Ich kündige. So, ja, wir sind noch im Jahr 2019, also jetzt wir Spielerinnen und Spieler und ihr Zuschauerinnen und Zuschauer, haben uns gedacht, wir nutzen die freie Zeit zwischen den Tagen und noch quetschen euch noch eine Folge Vampire Blood and Sand zwischen, bevor es ins neue Jahr geht. Das hat allerdings auch zu, jetzt fehlt mir das Wort. Das hat, die Konsequenz. Den Vorteil? Den Nachteil, dass einige von uns halt im Urlaub sind, beziehungsweise mit der Familie unterwegs sind und so. Deswegen heute Raigoma und Kako nicht dabei. Und ja, aber das hat den, wiederum den Vorteil, um das mal wieder für Jellys Worten zu sagen, dass wir heute mal mit Jelly und mal wieder mit Ronan spielen können. Irgendwie, Rerion kann ja immer irgendwie. Das ist irgendwie auffällig. Ich sag mal zu 95% ja. Ja. Ja, und bevor wir... heraus, er ist wirklich nur ein Hologramm. Ja, bevor wir anfangen zu spielen, möchte ich daran erinnern, wir spielen in der World of Darkness. Die World of Darkness ist per Definition ein Setting, was sich mit Horror, persönlichem Horror und unguten Dingen befasst. Das heißt, wenn ihr da draußen irgendwie auf Themen oder Themengebiete stoßt, die ihr euch triggern bei diesem Stream, einfach mal abschalten. Ihr müsst euch das hier ja nicht angucken. Und es gibt viele andere tolle Streams, die man sich stattdessen angucken kann. Und wir nehmen euch das auch nicht übel. So ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Ja, und bitte trennt auch das, was die Charaktere machen, von dem, was die Spielerinnen und Spieler machen. Weil eigentlich sind wir alle, außer Rerion, ganz nette Personen. Hat er recht. Und würden natürlich niemals irgendwelche Intrigen spinnen oder Menschen töten oder sonst irgendwelches Zeug machen, was die vampirischen Charaktere hier so alles verbrechen. Ja, genau, das vorweg. Wir sind in Time noch in dem Jahr 2018, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Wir sind ganz knapp 2019 angekommen. Und zwar... ja, ganz kurz nach Silvester und es hat mit einem Knall geendet, die letzte Folge. Die Vampire sind immer noch in der Stadt und haben alle irgendwie inzwischen mehr oder weniger Machtpositionen erreicht, außer Jelly. Obwohl, vielleicht klärt sich das heute noch. Und haben jetzt so ihre, natürlich als Küken hat man so dieses eine oder andere Problem, aber jetzt mit in Machtpositionen ein paar andere Probleme. Vampire gibt es eigentlich nicht ohne Probleme. Und ja, beim letzten Mal haben wir was ganz Fieses gesehen. Der Ventrue unserer Gruppe hat jemand einen Ghoul erschaffen. Und nicht irgendeinen Ghoul, sondern eine Bekannte von Dr. Angela. Ihre beste Freundin aus dem menschlichen Leben. Das weiß Dr. Angela aber noch gar nicht. Das wird sich hoffentlich irgendwann rausstellen. Ich freue mich auf den Clinch und auf ein paar ausgeschlagene Ventrue-Zähne, aber mal gucken. Auf die Ventrue-Zähne freue ich mich auch, auf den Clinch nicht so sehr. Naja, mal gucken. Vielleicht lässt sich das ja noch irgendwie anders regeln. Ja, und generell hat Ronan noch ein schönes Paket bekommen von Samantha Stalker, den er inzwischen ja verstorben ist. Und deswegen ist die Folge auch mit einem Knall geendet, denn ja, der Stalker hat ein ungewöhnliches Paket hinterlassen, nämlich eine riesige flammende Schrift auf einem Hochhaus, ne, die Ronan O'Connor besagte, also Ronans vollen Namen in Flammen auf das Gebäude quasi geschrieben hat. Ja, und wir hätten eigentlich an dieser Stelle auch wieder einsteigen können. Allerdings haben wir uns gedacht, das ist jetzt irgendwie blöd, weil Bruce in der Szene da war und das irgendwie nicht so schön ist, wenn der jetzt irgendwie dann wieder außen vor ist. Deswegen haben sich die Spielerinnen und Spieler die Mühe gemacht und haben da eine kleine Szene zu geschrieben, eine kleine Kurzgeschichte, was denn da direkt nach der Silvesternacht noch passiert. Die könnt ihr dann bei Zeiten irgendwann auf meinem Patreon-Account, wenn ihr das entsprechende Tier habt, bestimmt lesen. Ist auch eigentlich nur ein bisschen, ja, scheiße, was ist das Geschichte. Aber wenn euch das interessiert, dann habt ihr da bestimmt demnächst irgendwas ganz Tolles zu lesen, wenn wir das ein bisschen aufbereitet haben. Genau. Und ja, wir machen heute einen kleinen Zeitsprung. Ich würde mal sagen, gar nicht so weit. Vielleicht irgendwie, ja, was nehmen wir dann? 3-4 Tage. Das heißt, wir befinden uns in 2019. Die ersten paar Tage, kurz vor den Heiligen Drei Königen. Ich weiß gar nicht, ob man das in den USA so groß feiert. Aber ich glaube nicht. Und Vera Mint schüttelt auch schon mit dem Kopf, die weiß Bescheid. Und ja, wir schauen uns heute mal ein bisschen an, was diese Silvesternacht mit der Stadt, die keinen Namen hat, so gemacht hat. Und vor allen Dingen mit den Charakteren. In dem Zwischenspiel an Silvester hat zum Beispiel Jelly herausgefunden, dass Ronan Gespenster sieht, mehr oder weniger. Und sie haben sich eine ganz kurze Zeit ausgesprochen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie die beiden zueinander stehen. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie trotzdem noch zusammen wohnen und sich da sonst nichts an der Situation großartig ändert. Samantha ist immer noch in ihrem noch nicht fertiggestellten Club und sitzt da und ist alleine und hegt Pläne oder auch nicht. Und ich weiß gar nicht genau, was Dr. Angela während der Zeit überall macht, wo Dr. Angela Silvester verbracht hat. Vielleicht drehen wir da ein bisschen die Zeit mal zurück und Lelio erzählt uns, was Dr. Angela während der Silvesternacht denn so gemacht hat und wie sie das haben garantiert irgendwie mitbekommen, diese Flammenschrift auf dem Gebäude, wie sie das mitbekommen hat. Also zuerst hat Angela eigentlich gar nicht vorgehabt, irgendwas Großartiges zu machen. Sie hat es sehr bedauert, dass sie nicht wie früher hin und wieder mal mit einer Flasche gutem Champagner sich auf dem Dach setzen konnte, um Feuerwerk zu gucken. Also es ging theoretisch schon, aber der Champagner wäre halt so ein bisschen verschwendet. Sie hat sich dann kurz vor Mitternacht aber dennoch irgendwie durchgerungen, ihre momentane noch Behausung in dem, also sie wohnt ja jetzt momentan immer noch alleine in dem Hochhaus, das sie damals ja gemietet oder zugestellt bekommen hatten, dann doch zu verlassen und so ein bisschen einfach auf die Straße quasi zu gehen, gucken, wo gerade was läuft. Vielleicht findet man ja irgendwie als attraktive Dame in ihren 30ern eine Ü30-Party oder sowas, in Anführungszeichen, wo man sich irgendwie einschleichen könnte. Und das hat die dann im Endeffekt auch gemacht. Also sie wäre so ein bisschen unter Leute gekommen, jetzt vielleicht nicht super irgendwie auf Tuchfühlung gegangen oder so, aber halt trotzdem einfach ein bisschen tanzen gehen oder sowas in der Art und nicht alleine zu Silvester. Ja, quasi, ja. Einfach, um nicht alleine zu Silvester rumzusitzen. Sie hat kurz überlegt, Lillian anzurufen, aber sie fühlt sich wegen der ganzen Sache halt eigentlich immer noch echt schlecht, weil sie hat sie ja auch so ein bisschen, naja, zurechtgewiesen, mehr oder weniger. Und irgendwie ist ja das immer noch alles relativ unangenehm. Und ja, so hat sie eigentlich relativ normal, ohne großartiges Silvester verbracht. Und diese flammende Schrift, ich weiß nicht genau, wie sah das aus? Also es ist in der Mitte der Stadt, gibt es ja dieses große Hotelgebäude, wo ihr ganz am Anfang mal in der Stadt gewesen seid, zu diesem Empfang, wo auch wo Pranava auch wohnt in dem Hotel. Mhm. Und das ist halt so das größte Gebäude der Stadt. Das kann man eigentlich von den äußeren Stadtvierteln ganz gut nach Innenhaus sehen. Mhm. Und die oberen Etagen sind quasi mit dem Mitternachtsschlag, gab es eine große Explosion. Und als die sich dann gelegt hatte, ist auf der Fassade des Gebäudes eine große flammende Schrift übrig geblieben, die Ronan O'Connor las. Ich nehme an, dass halt diese Explosion auch sehr laut war und von überall zu hören. Ja, dann wird Angela natürlich... Das ist halt generell Feuerwerk und sonstiges, aber das ist halt nochmal alles übertönt, ja. Okay, gut. Dann hätte sie gemeinsam mit allen anderen natürlich auch höchstwahrscheinlich die Bar oder den Club verlassen, wo sie gerade drin war, um zu schauen, was passiert ist. Weil natürlich bei solchen Explosionen denkt man erst noch, oh mein Gott, irgendwie Terrorangriff oder was weiß ich was alles, ne? Ob irgendwas kaputt gegangen ist, weil Explosionen denkt man ja offensichtlich auch erstmal an Trümmerhaufen und sowas in der Art. Und gerade als Ärztin gibt es Leute, die versorgt werden müssen, halt direkt zum Ort des Geschehens, um mir das auch anzugucken, sind außerhalb dieser Flammenanlage, also auch ist das Gebäude beschädigt gewesen durch die Explosion oder sind es wirklich nur diese Flammenschriften gewesen? Also wenn du da näher ran bist, hast du auf jeden Fall auch sehen können, das Gebäude ist definitiv beschädigt, also eine Etage davon ist quasi komplett weggesprengt. Okay. Das Gebäude hat das aber ganz gut verkraftet. Es ist nicht so wie bei 9/11, dass der Tower dann einbricht oder so. Ja. Aber es ist halt irgendwie alles Mögliche halt irgendwie zerstört worden nach außen hin. Und dann halt, auf der Fassade, die war dann halt noch diese Schrift zu sehen. Als sich dann der erste Rauch gelegt hat. Also ich wäre dann trotzdem halt auch hingelaufen, hätte auch halt mal als Ärztin meine Expertise angeboten, so für den Fall, dass es halt betroffene Leute gibt, dass ich mit aushelfen kann. Je nachdem, also ich weiß nicht, ich werde vielleicht nicht ganz so weit entfernt gewesen sein davon, weil ich wahrscheinlich auch mehr so in der Stadtmitte mir irgendwas gesucht habe. Und dann hätte ich da halt auch Erste Hilfe und Erstbetreuung und sowas mitgemacht. Ja, die meisten Sachen, also es sind gar nicht so viele richtige Verletzungen da gewesen. Also von ein paar Trümmerteile sind natürlich heruntergefallen und haben Leute irgendwie verletzt. Ja. Aber so wie du das schnell herausbekommst, ist, dass irgendwie die Etage selber wohl leer war. Ja, viele werden ja wahrscheinlich dann zu Silvester auch einfach auf den Straßen gewesen sein. Genau, da wird es ein paar Verletzte gegeben haben. Das meiste, was es ist, dass es Schock gab natürlich. Vor allen Dingen bei den Bediensteten und den Leuten, die ober- und unterhalb des Geschosses irgendwie gelebt haben. Natürlich. Ja. Dann wäre aber halt trotzdem, wie gesagt, hätte mich dann trotzdem eventuellen Rettungskräften und sowas dann angeschlossen, hätte da dann mitgeholfen. Und was den Schriftzug angeht, hätte ich dann wahrscheinlich gewartet, bis ich nächsten Tage auf irgendwen treffe, mit dem ich darüber reden kann, weil Also ich muss sagen, mein Marketing-Experte hat sich wirklich bezahlt gemacht. Ich hätte das vielleicht ein bisschen genauer ausformulieren sollen, aber er hat schon gute Arbeit geleistet, als ich meinte, mach den Namen bekannter. Jelly, haust du ihm eine runter oder soll ich das machen, wenn er wieder in den Club kommt? Ja, warum nicht beides? Die Rettungskräfte sind für jede Hilfe dankbar, die sie bekommen können. Also da kann Dr. Angela auf jeden Fall sehr gut mitarbeiten und kann sich auch ganz gut einbringen. Da ist den Leuten auch erstmal egal, wo du jetzt genau herkommst oder sonst irgendwie. Hauptsache, das wird geholfen. Ja. Und du findest auch einige Menschen, die dir da sehr dankbar sind, dass du sie irgendwie, keine Ahnung, unter einem Trümmerteil rausziehst oder sonst irgendwie erst versorgst oder so. Richtig, ja, also da kannst du auf jeden Fall sehr gut helfen an dem Abend und bist auch gut beschäftigt. Mhm. Am nächsten Tag steht natürlich irgendwas von Terroranschlag in der Zeitung. Und natürlich hat die Presse auch relativ schnell diesen Detektiv ausfindig gemacht, dessen Büro irgendwo ist, aber anscheinend scheint da niemand zu Hause zu sein. Auf jeden Fall wird das Büro von Ronan jetzt von menschlichen Zeitungsreportern so geradezu belagert. Also da ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, was es da gibt. Von daher werden Ronan und Jelly wahrscheinlich gar nicht so richtig nach Hause kommen können, wenn sie das denn wollten, weil das Büro war da gleich in dem gleichen Gebäude, ne? Werdet ihr wahrscheinlich irgendwo anders untergekommen. Also ich habe einen riesengroßen, fetten Turm. Ja, du hast noch ganz viele Zimmer frei. Ja, also das werde ich auf jeden Fall, wenn ich irgendwie in den nächsten Tagen mich mit Jelly treffen sollte, würde ich ihr das natürlich offensichtlich auch anbieten, dass sie erstmal dort unterkommen können. Ja. Ich frage erstmal, wo die erste Nacht wo der erste Tag überbrückt wird bei Ronan. Also bei Jelly ist es jetzt nicht so schlimm, die kann ja mit der Sonne raus, aber. Ich denke, dann die werden vermutlich zurück zu der Detail gefahren sein, haben dann gesehen, klink, klick, 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 Polizei, Paparazzi, Paparazzi, Polizei. Mhm. Hey Sam, hast du nicht was von Club gesagt? Klaro. Ich bin jetzt ein Star. Ich durfte schon auf deiner Couch pennen, dann ist es ja nur fair, wenn ich dir einen Platz auf meiner Couch anbiete. Ja, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wie gesagt, wegen Joe, du weißt Bescheid. Ja. Aber ich mag Leute mit Verdunklung. Okay, die erste Nacht wird dann bei Sam auf dem Boden im Club übernachtet. Am zweiten Tag stehen schon andere Artikel in der Zeitung, da stehen dann so Polizeiberichte drin oder mit so Insiderwissen, dass die Polizei in das Büro eingebrochen ist natürlich, weil sich keiner gemeldet hat. Und da merkwürdige Dinge gefunden wurden. Zum Beispiel Blutbeutel im Kühlschrank und so eigenartige Sachen an der Wand mit so Querverstrebungen von irgendwelchen Sachen, die irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Irgendwelche okkulten Bücher, die da herumlagen. Und man vermutet, dass dieser Ronan O'Connor ein geistig verwirrter, okkulter Terrorist sei. Ja. Diese Zeitungen wurden natürlich mit äußerstem Interesse gelesen. Ja. Und am zweiten Tag nach Silvester ist wahrscheinlich das erste Treffen, was Jelly mit Dr. Angela angeraumt hatte. Mhm. Wolltet ihr euch ja treffen. Und es steht ja auch immer noch aus, dass Jelly halt in die vampirische Gesellschaft offiziell eingeführt werden soll, als offizielles Mitglied quasi ich darf hier sein, mäßig. Mhm. Das steht ja immer noch aus. Und dafür sollten die Besprechungen halt im neuen Jahr jetzt stattfinden. Und ich denke, Jelly wird das auch nicht einfach so an sich vorbeigehen lassen, oder? Nope. Bitte nicht tun. Ja, dann sitzt wohl eine sehr verstörte Jelly abends wohl in irgendeinem Café, wo ihr euch verabredet habt. Oder, keine Ahnung, vielleicht gehst du zu Dr. Angela nach Hause. Ich weiß nicht, wo habt ihr euch verabredet. Also, wenn wir uns zuerst woanders verabredet haben, hätte ich ja auf jeden Fall direkt angeboten, dass wir vielleicht doch lieber zu mir gehen, weil ja doch einige delikatere Themen angesprochen werden könnten. Jelly, sie wird wahrscheinlich. Hast du schon deine Klinik? Ich habe noch keine Klinik. Okay. Also ich habe halt so ein Makeshift-Untersuchungsräumchen unten im Keller von dem Gebäude, wo ich gerade drin hocke, aber noch keine Klinik. Okay. Ah, gut. Wahrscheinlich wird Jelly sehr übernächtigt aussehen. Ein bisschen. Also halt auch einfach 24 Stunden am Tag aufbleiben ist auch für Windplatz anstrengend. In der Hinsicht reagiert sie tatsächlich wie ein Mensch. Also man kann bis zu 48 Stunden wach bleiben, muss man aber nicht. Ja. Dementsprechend sieht sie noch blasser aus als sonst, wenn sie dann bei dir irgendwann auf der Türmatte aufschlägt. Mit solchen Augenringen. Jelly sieht aus wie ein Vampir. Eigentlich sehe ich aus wie ein Teenager, der die Nacht durchgemacht hat. Aber ja. Oder auf Drogen ist. Ist so ein, so ein Mittelding. Ja gut, dann offensichtlich hätte ich dich dann erstmal reingebeten. Hier, setz dich, die Couch ist ziemlich gemütlich. Du siehst etwa genauso, wie ich erwartet habe. Gemütlich ist gerade ganz schlecht. Ich würde ja gerne einen Kaffee anbieten. Leider habe ich sowas nicht hier. Warum? Wie kann man ohne Kaffee leben? Naja, ich würde es wieder auskotzen. Ach ja. Entschuldigung. Soll ich schnell rübergehen und Kaffeefilter und Kaffeepulver kaufen? Naja, lass mal. Und sie fischt in ihrer Hosentasche und holt Koffeintabletten raus und schmeißt sich dann das Plastikröhrchen mit Koffeintabletten in den Mund und fängt dran, drauf rumzukauen. Also das komplette Plastikröhrchen mit Tabletten. Ja. Genau. Ich werde jetzt davon absehen, dir die Nebenwirkungen davon alle aufzuzählen. Von dem Plastik? Nein, von den Koffeintabletten. Verschluckbare Kleinteile, hä? Ich würde dir sagen, du siehst aus, als könntest du eine Mütze voll Schlaf gebrauchen, aber ich verstehe, warum du das gerade nicht leisten kannst. Wie geht's Ronan? Ja. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er damit nichts zu tun hat. Ich meine, das ist ein Griff. Nein, hat er nicht. Wisst ihr mehr als ganz andere Probleme. Das kann ich mir vorstellen. Wir können ja mal kurz Ronan fragen, wie er sich die letzten Tag verhalten hat. An sich war alles kein Problem. Also, dass alle Pläne jetzt im Arsch sind. Er halt untertauchen muss, früher oder später bei dem Prinzen auflaufen darf. Dass er jetzt da irgendwie das bereinigen muss, als Maskeradebruch darstellt. Als Sheriff. Weil er hatte einfach keine Zeit, die Sachen zu bereinigen, wie auch, er hätte nicht an der Presse vorbeikommen können. Und so gut ist die Verdunklung nicht. Also liegen die ganzen Sachen, die er gesammelt hat, alle Unterlagen, alles, was er in den letzten Tagen erwirtschaftet hat und er nicht extern gesichert hat, bei der Polizei. und damit theoretisch auch wieder die Daten, die er von Altfällen, von den Vampiren übernommen hat, auch bei der Polizei, weil die seinen Rechner beschlagnahmt haben. Weil über kurz oder lang Andy die Brüder auf den Kopf gestellt haben, Andy halt die Geheimverstecke entdeckt haben. Das ist halt normal. Das, die lassen sich nicht von der Schreibmaschine im Vorraum abschrecken. Gut, dass die Sachen keinen Sinn ergeben. Weitestgehend. Gut, dass er keine Knarren da gehortet hat. Das ist das, was die Zeitung schreibt, ja. Also, gut, dass er keine Knarren da gehortet hat. Die zwei Blutbeutel, die da sind, könnten auch einfach auf so einen Underground-Klinik-Doc irgendwie was noch hindeuten. Da ist ja alles möglich. Aber Ronan ist, also am selben Abend ging es noch einigermaßen. Man könnte auch sagen, der Schock, der hat sich noch nicht wirklich gesetzt. Das war in der nächsten Nacht, als er rauchen wollte und angefangen hat, die Zigaretten zu essen. Dann hatte er einen Nervenkoller, wenn man das so sagen kann. Ich glaube tatsächlich, in dem Moment wäre es gut gewesen, wenn jemand da gewesen ist, denn ich glaube, als ihm das bewusst geworden ist, ist er in Raserei gegangen. Zum ersten Mal. Das war der Moment, wo ich aus der Wohnung verschwunden bin. Just saying. So, ja, dann weiß ja Jelly, was du zu erzählen hast. Ich frage, ob du überhaupt in die Wohnung wieder zurückgegangen bist. Nein, noch nicht, nee, wahrscheinlich. Er hat eine Nacht auf meiner Couch geschlafen und danach, oder einen Tag auf meiner Couch geschlafen und danach. Naja, nachdem er in Raserei gegangen ist am nächsten Abend, vielleicht ein bisschen Interieur verwüstet hat, wird er über Schleichwege, den ganzen Weg verdunkelt, zurückgegangen sein, die Feuertreppe hingenommen haben, um zu gucken, ob da irgendwie die was installiert haben. Weil in einem Tatort untersucht wird und man vermutet, der Typ kommt zurück, weil er irgendwas vielleicht vergessen hat, stellt man entweder Leute ab oder bringt eine Kamera an. Oder was? Das können wir ja gleich machen. Wir wollten ja eigentlich nur kurz wissen, wie sich Ronan verhalten hat, damit Jelly das Dr. Angela erzählen kann. Also machen wir das mal weiter. Er ist zum ersten Mal in Raserei gegangen. Ja, also wenn du dann nach Ronan fragst, dann siehst du direkt, wie ihr nochmal so das Gesicht entgleist. Weil sie hat noch nie bewusst miterlebt, wie ein Vampir in Raserei gegangen ist. Kennt das auch von sich selbst nicht wirklich. Dementsprechend war das ein großer Schock, was man ihr auch ansieht auf dem Gesicht. Und sie schluckt halt die Reste der Plastikverpackung runter und lässt sich in die Couch plumpsen und sagt, der hat gerade ganz andere Probleme. Da habt ihr's. Kenne ich. Ich hatte auch schon mal Polizei und Reporterauflauf vor meiner Tür. Wenn er noch keine andere Möglichkeit hat, unterzukommen. Ich habe hier ein ganzes Hochhaus. Er wird bestimmt verschiedene Verstecke brauchen. Ja. Das ist nicht klug, lange an einem Ort zu sein. Also ich kann halt einige meiner Zimmer auf jeden Fall opfern. Ist das normal? Was? Ich weiß nicht. Klar, er war geschockt. Das war ich auch. Und dann hat er sich da immer mehr reingesteigert. Und plötzlich war das, als hätte man einen Schalter umgelegt. Ah. Da hat das Biest übernommen. Er ist auf mich losgegangen. Wenn ich nicht schnell genug gewesen wäre, dann keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt nicht so wehrlos, aber ich bin auch nicht so schnell. Also ich bin schon schnell, aber... Ich verstehe, was du meinst. Ich kann es selber nicht leiden, aber ja, das ist jetzt auch Teil von uns. Damit müssen wir uns arrangieren. Und glaub mir, das ist schlimmer als alles andere. Ich kann mir vorstellen, dass er sich jetzt auch richtig scheiße deswegen fühlt. Wenn er sich überhaupt noch daran erinnern kann. Es zu sagen, also ich verstehe, dass es vielleicht blöd kommt, wenn ich das sage, aber ich befürchte, mit sowas musst du rechnen, wenn du unter Vampiren bist. Was es viel wichtiger macht, dass wir dann auch mehr beibringen, wie du dich wehren kannst. Kann ich das? Also ja, klar. Ich kann ihn unter die Decke kleben, aber wie lange muss ich das machen? Ich denke, normalerweise ist es wirklich am besten, ihn irgendwo alleine ausrauchen zu lassen. Naja, Moment. Ich habe ihn unten in Sams Keller eingeschlossen. Die wird sich auch bedanken. Ich habe ihr nicht mal Bescheid gesagt. Oh, ich habe ihr nicht mal Bescheid gesagt. Ich bin einfach weg. Sie wird's verstehen. Glaubt mir, sie wird's verstehen. Ich habe schon Türen rausgerissen. Hat auch mich hergeworfen. Zu sagen, ich bereue es, ist vielleicht auch nicht ganz richtig. Was andererseits wieder ziemlich traurig ist. Aber wir können nur hoffen, dass es vielleicht das einzige Mal bleibt. Jetzt erstmal ist die Frage, wie man das alles wieder irgendwie halbwegs gerade biegen kann. Ich weiß nicht, woran Ronan da alles gearbeitet hat, aber die Zeitungsartikel lassen Schlimmes erahnen. Er hat verschiedene Dinge gemacht. Er hat Andrews Zeug auseinandergenommen, aber er hat auch versucht, alte Fälle aufzuarbeiten und sich ein bisschen bei der Polizei beliebt zu machen und allgemein den Überblick so ein bisschen zu behalten über das, was in der Stadt läuft, aber eigentlich war er in letzter Zeit immer überarbeitet. Immer. Ja, war auch eine... Weißt du, sowas macht Leute echt komisch. Wenn die ganze Zeit, wenn die sich fixieren, wenn die sich festbeißen, verstehst du? Ich weiß nicht. Er hatte eine sehr, sehr wichtige Aufgabe dazu bekommen. Ja, für seine neue beste Freundin. Verdreht die Augen. Beste Freundin wider Willen. Habt ihr schon überlegt, was ihr machen wollt? Wobei? Naja, um seinen Namen wieder zumindest so halbwegs ins Beine zu kriegen. Oder um ihn hier rauszukriegen. Um ihn zu insgesamt, was er einfach machen wollte, weil, naja, momentan, wie gesagt, kann er die Stadt nicht verlassen und er kann nicht zu lange in einer Stelle bleiben und irgendwann einmal sind die Orte, wo er sich hier verstecken kann, auch ausgereizt. Das musst du mir nicht erzählen. Soweit sind wir ehrlich gesagt noch nicht wirklich gekommen. Ja, das sagt also vor allem, was den Namen so reinwaschen geht. Allerdings. Ja. Da werde ich ihm nicht wirklich helfen können. Das Was wir auch überlegen müssen, ist, was wir mit den ganzen anderen im Primogenrat machen. Die werden wahrscheinlich nicht so auf seiner Seite stehen, was das alles angeht. Ich glaube nicht, dass ich da viel machen kann, ehrlich gesagt. Das ist richtig. Ich kann viel machen, aber ganz bestimmt nichts in eurer Welt. Oder? Nein, das ist eure Welt. Noch nicht. Du hast dir aber einen sehr schönen Platz irgendwo so dazwischen ausgesucht. Beziehungsweise bist hier reingesteckt worden, um genauer zu sein. Wir müssen hier raus. War das nicht jeder Plan? Habt ihr eigentlich noch irgendetwas weiteres herausgefunden? Seit den Plänen nach dem Elysium habe ich davon ja nichts mehr mitbekommen. Bisher nicht wirklich. Ich hab die Vermutung, dass der Schlüssel, warum wir hier nicht rauskommen, sich irgendwie in den Minen begründet, die unter der Stadt liegen. Aber es gibt keine dokumentierten Zugänge dazu wirklich. Bruce hat gemeint, willst du da vielleicht irgendwas? Oder Anna? Aber bisher ist die Fährte wohl kalt. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der einzige Zugang ist zu irgendwelchen Minenschächten. Ich bin mir sehr sicher, dass es diverse Zugänge gibt, die vielleicht verschüttet oder versiegelt wurden mit den Jahren. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich kenne mich mit Minenbauarbeit aber gar nicht aus. Deswegen. Ronan sagt, dass die Tremere, also der Clan, dem er angehört, früher seine, wie hat er das genannt? Seine hohe Orte oder Heiligtümer, keine Ahnung, irgendwie sowas, mit so einem Zauber irgendwie geschützt hat. Also, aber er sagt, für eine ganze Stadt ist das wohl nicht machbar. Wo ich mir wiederum denke, gib einem Magier genug Zeit und Ressourcen und der macht alles. Aber naja, das ist nicht nur einer, sondern mehrere. Das weiß ich. Aber mit dem ganzen Okkultkram habe ich auch keine Ahnung. Vielleicht ist das wirklich auch ein Dämon. Ich meine, hey, es gibt Vampire. Wenn es hier wirklich einen Dämon gibt, den irgendwelche Indianer irgendwann mal gerufen haben, dann haben wir ganz andere Probleme. Was du, einerseits würde ich dir gerne sagen, ach, als ob es Dämonen gibt, aber du hast recht, immerhin hätte ich dasselbe vor einem Jahr auch über Vampire gesagt. Eben. Ich glaube, die größte Gefahr, vielleicht aber auch die größte Chance ist im Moment die zweite Inquisition. Die wird diesen Wolkenkratzer und die Zeitungsberichte nicht ignorieren. Das bedeutet, sie werden jetzt aktiv werden. Und was denkst du, was die machen werden? Die werden jetzt nur noch mehr auf Vampirjagd gehen. Das ist richtig, aber sie haben ja schon mal Vampire zwischen gehabt. Bedeutet, sie werden Dinge herausgefunden haben. Und sie haben einen ganz anderen Blickwinkel als wir auf die ganze Geschichte. Wir sehen immer nur eine Seite des Spektrums. Verstehst du? Was ist, wenn sie auf irgendwas gestoßen sind? Irgendwas, was sie nicht mit uns teilen. Weil natürlich teilen sie es nicht mit uns. Ich meine, nee, da kann ich mich schon wieder drüber aufregen. Aber gut. So oder so, sie werden jetzt handeln. Weil anscheinend ist der Handel mit der vampirischen Gesellschaft hinfällig und ja, jetzt haben sie sich eine Blöße gegeben und irgendwas werden sie versuchen zu tun. Und da der Prinz ihnen ja den Krieg erklärt hat, geht es demnächst wahrscheinlich rund. Das Einzige, was ich denke, ist, dass eigentlich ja die zweite Inquisition keinerlei Grund hat, irgendwas über potenzielle Dämonen oder sowas herausfinden zu wollen. Die sind ja erstmal, nennen wir es mal, glücklich damit, wenn sie uns finden. Was ist, wenn es was Kirchliches ist? Gibt es das? Ich meine, Ronan ist gläubig und er geht deswegen nicht in Flammen auf, aber... Ich habe, seitdem ich sehr jung war, nicht an einen Gott geglaubt. Deswegen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn es ihn wirklich geben würde, dass er so etwas für uns zulassen würde. Ich bin ganz ehrlich. Aber da bin ich halt auch wieder einfach komplett der falsche Ansprechpartner. Ich kann Leute aufschneiden und zunähen. Ich kann Leuten in den Arsch treten. So ziemlich alles, wofür ich gut bin. Wie geht's dir eigentlich? Ich bin ein wenig ziellos, könnte man sagen. Und einsam. Aber ich glaube, daran muss ich mich gewöhnen hier. Musst du? Ich sehe momentan noch keine Alternative. Zumindest für das Einsamsein. Was das Ziel angeht, ich habe angefangen, mich ein bisschen kundig zu machen, wie es aussehen würde, hier vielleicht eine kleine Klinik oder so aufzumachen. Aber ich muss erstmal mit dem Malkavianer Primogen reden, weil der hat seine Finger mit dem Krankenhaus da im Spiel. Aber ich habe gehört, dass der nicht darauf steht, dass Vampire in seinem Krankenhaus wildern. Deswegen muss ich mir wahrscheinlich irgendwas anderes ausdenken. Aber vielleicht kann ich irgendwelche Deals mit dem machen. Wir haben eine ganze Menge arme Leute hier, die nicht für Krankenhäuser bezahlen können. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Dann habe ich zumindest wieder eine Aufgabe. Das ist das Schlimmste. Keine Aufgabe haben, meiner Meinung nach. Noch schlimmer als die Einsamkeit. Gibt es denn nichts, was du willst? Was du willst. Ja, meine Klinik aufmachen. Ich möchte wieder weiter als Ärztin arbeiten. Also willst du hier bleiben? Ob ich hier arbeite oder woanders, ist mir eigentlich egal. Ich möchte nur eine Aufgabe haben. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass Leute Entscheidungen für sich treffen können, dass niemand eingeschränkt ist durch irgendwelche äußeren Einflüsse. Ich habe mich für die Schwächsten stark gemacht. Und na... Jetzt bin ich selber gefangen, irgendwie, in dieser Stadt, in meinem Körper. Aber ich hoffe, dass ich zumindest anderen helfen kann, irgendwie. Vielleicht kannst du dich auch ein bisschen die Augen aufhalten, wenn dir irgendetwas dazu einfällt. Vielleicht kennst du irgendwelche leerstehenden Gebäude, die sich für sowas eignen oder so. Ich habe tagsüber ja ziemlich wenig Möglichkeiten. Aber das ist ja jetzt auch absolut nicht das Problem, womit du dich beschäftigen solltest. Naja, schon irgendwie. Als guter Ghoul musst du natürlich auf seinen Meister aufpassen. Das ist richtig, ja. Würde natürlich ein bisschen helfen, um anderen Leuten zu zeigen, dass du mein Ghoul bist. Wenn du dich für mich schlau machen würdest. Aber wie gesagt, momentan will ich eigentlich nichts von dir verlangen. Während die Sache mit Ronan noch so frisch und schlimm ist. Du könntest einen Container mieten. Lagerräume. Ist jetzt auch nicht so viel besser als der Keller von dem Gebäude hier. Da kann ich, notfalls kann ich hier auch drin bleiben, aber irgendwie hätte ich gern was Hübscheres. Manchmal bin ich doch ein bisschen eitel. Was ist mit den anderen? Wem? Ich meine, da waren doch mal mehr von euch, oder nicht? Also nicht nur du, Sam und Andrew, sondern ja, mehr. Mit denen habe ich schon genauso lange, von denen habe ich genauso lange nichts gehört wie ihr. Natürlich werden die hier irgendwo sein, aber die haben ihre Sachen gepackt und sind gegangen. Keine Ahnung warum. Vielleicht fühlen sie sich schlecht für das, was mit Andrew passiert ist. Vielleicht haben sie Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Keine Ahnung. Vielleicht versuchen sie selber herauszufinden, wie sie hier rauskommen. Vielleicht haben sie mehr Ahnung davon, weil Andrew es ja angeblich schon mal geschafft hat. Ich weiß nicht, ob sie irgendetwas wissen, was wir nicht wissen. Können wir sie nicht finden und fragen? Wir könnten es zumindest versuchen, aber ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Am besten auf der Straße. Ja. Es gibt jede Menge Obdachlose in der Stadt. Die sehen viel. Hm. Ich weiß es nicht, ich war selber mal eine. Das ist richtig. Aber gerade den Dicken wird wahrscheinlich niemand gesehen haben. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich höre mal nur von dem, aber der andere? Ah. Wie hieß der nochmal? Jetzt, wo du drüber nachdenkst und so und mit Angela sprichst, konzentriert warst auf das Gespräch und auf irgendwie anderes, irgendwie auf einmal steht eine Gestalt hinter Angela in der Ecke. Sehr groß, fast bis unter die Decke. Das ist der Moment, in dem ich einen Rückwärtssalto mit einem Aufschrei von der Sofalehne mache und dann mit einem Poltern dahinter zum Liegen komme. Das wirst du wahrscheinlich nicht, weil ich mit Rapid Reflexes einfach dich auffange. Was? Und dann schaue ich dahin, sehe ich ihn auch? Ja. Ach! Steht da wie so eine Stehlampe in der Ecke. Wir haben gerade von euch geredet. Oder von dir. Nickt. Ist John auch hier irgendwo? Schüttelt mit dem Kopf. Oh, Alter, das kannst du nicht bringen! Du kannst doch nicht einfach wie so ein Creep in der Ecke stehen! Das macht er gerne. Zuckt mit den Schultern. Was stimmt denn nicht mit dem? Was stimmt denn nicht mit euch? Gibt es keine normalen Umgangsformen mehr? Hallo, ich bin hier! Nein, ich tauche einfach in der Ecke auf und ich beobachte euch. Boah! Oh, nee. Wie lange bin ich jetzt wach? Ja, nicht schön. Haha. Ich setze dich dann halt wieder auf die Couch und gehe zum Dicken rüber. Wie lange stehst du schon hier? Lang genug. Wahrscheinlich seit einer Woche. Guck mal, ob er angestaubt ist. Ich schüttel ihm so ein bisschen über die Schulter. Nee, sieht noch unstaubig aus. Nicht mehr als sonst auch. Ja. Möchtest du dich nicht auch setzen? Schüttel mit dem Kopf. Bist du nur hier, um uns zu belauschen, oder gibt es auch irgendetwas, was du uns mitteilen möchtest? Immerhin hast du dich ja aus deiner Verdunkelung, Unsichtbarkeit herausbegeben. Die Stadt ist in Aufruhr. Ja. No shit, Sherlock. Die Augen sind überall, nur nicht hier. Deswegen bin ich jetzt mal hier. Ach. Welche Augen? Na, alle, die die Straßen durchsuchen. Polizisten, Presse. Also das ist gut zu wissen, dass es hier erstmal noch sicher ist. Du gehörst noch zum Klüngel, deswegen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Klüngel noch existiert, nachdem ihr einfach so verschwunden seid. Selbstschutz. Hätten dich mitgenommen, wenn eine Möglichkeit bestanden hätte. Selbstschutz wovor? Die anderen. Sam. Isaiah. Der neue Prinz. Dass Sam einen Grund hat, sauer auf euch zu sein, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was genau die Sache mit Isaiah angeht, keine Ahnung. Er ist genauso wie bitte. Arschloch. Da kann ich dir nicht widersprechen. Das ist richtig. Aber müsst ihr deswegen Angst vor ihm haben? Oder euch vor ihm verstecken müssen? Manchmal ist das Verschwinden die beste Form von Auseinandersetzung. Naja, ich bin auch oft genug weggelaufen. Das war... Du? Wir wollten nur zeigen, dass du noch dazugehörst. Wenn du möchtest. Ich muss zugeben, dass was beim Elysium passiert ist, nicht besonders für dieses Klüngel gesprochen hat. Weil ich mir denke, dass gerade John einiges an Informationen hatte, die hätten helfen können. Wenn es nicht sogar seine Schuld ist, dass es überhaupt dazu kam. Es ist Sams Schuld. Ich glaube nicht, dass Sam ihn hat vergessen lassen, dass es diese Aufforderungsbriefe gab. Hm. Wenn das jemand gemacht hat. Also denkst du, dass Andrew gelogen hat? Andrew war verwirrt am Ende seiner Tage. Das macht dieses Fleckchen Erde mit ihm wohl. Du meinst, es ist schlimmer geworden, weil er hier war? Früher hat es gereicht, wenn man ihm einmal im Vierteljahr das Gedächtnis löschen musste. Seit wir hier waren, musste John das fast jeden Tag tun. Irgendwas hat ihn hier erinnert. Wir wussten das nicht, sonst wären wir nicht hergekommen. Hm. Schon wieder so ein komischer, okkulter Kram, von dem ich keine Ahnung habe. Könnt ihr damit nicht mal aufhören? Oh, mein Kopf tut weh. Er war schon mal hier. Und als er rauskam, hat John zugestimmt, ihm dies alles, was er hier erlebt hat, aus dem Gedächtnis zu reißen. Die einzige Chance, um normal weiterzuleben. Es wird ja alles immer besser. John ist kein böser. Ich möchte fragen, bessere Manieren? Besserer als Isaiah, muss ich sagen. Meistens schon, Man sieht unter der Maske so die Augen so zu Jelly rüber wandern. Ich bin groß. Ich sitze auf der Couch. Ich habe keine Angst vor dem Typen, der da hinten steht mit einer komischen Maske im Gesicht. Nein. Ich bin auch gar nicht nervös. Überhaupt nicht. Ich weiß um deine Verbindung zu dem Detektiv. Und zu Sam. Aber uns geht's um Angela. Und wenn Angela meint, du wärst es wert, hier zu sein und mit ihr herumzulungern, dann ist es für uns gut genug. Wow, ich wusste nicht, dass ich euren Segen dafür brauche. Brauchst du nicht. Kannst dir aussuchen, mit wem du Umgang hast. Aber ich wäre nicht erschienen, wenn ich nicht der Ansicht wäre, dass dein Urteil Gewicht hat. Jelly ist ein guter Fastmensch. Dünnblut. Dünnblut. Ein gutes Dünnblut. Aber Dünnblut hört sich so, nachdem ich herausgefunden habe, dass Vampire wieder Probleme mit haben, so abschätzig an. Manche sagen auch, Nosferatu wären Abschaum. Ich glaube, da hat Adam nichts zu gesagt. Du kannst das Untergrundnetzwerk benutzen, richtig? Und wenn? Naja, dann kannst du dich da umsehen. Was soll denn das sein? Oh, muss ich die ganze Geschichte jetzt nochmal erzählen? Okay, es geht um die Minen. Da ist kein Dämon, wenn du das fragst. Nein, es geht erstmal um den Eingang zu diesen ominösen Minen, die unter der Stadt liegen sollen. Ich weiß nichts von Minen, ich weiß nur, dass es eine normale Kanalisation gibt. Versucht er eigentlich auch hier aus der Stadt rauszukommen? Er krempelt so den Arm hoch und du siehst so verbranntes Fleisch, was man jetzt nicht wirklich von. Also der Arm sieht generell ein bisschen verfault aus, aber. Ja. Ich verstehe. Selbst wenn das kein Dämon ist, sondern irgendetwas anderes. Vielleicht liegt die Antwort unserer Fragen eben unter der Stadt. Und da sind, von dem, was ich gehört habe, die Nosferatu, die da am nächsten drankommen irgendwie. Aber ich kann mir vorstellen, dass du als Neuling in der Stadt da ja wahrscheinlich auch nicht so unbegrenzt Zugang zu hast. Ich kenne mich da mit den Geflogenheiten nicht so aus. Mein Clan ist tief zerstritten. Insgesamt oder innerhalb der Stadt? In der Stadt. Okay. Warum das? Die einen folgen dem alten Sheriff, die anderen dem neuen Seneschall. Also entweder Mothman oder Taubengirl, okay. Ich habe mich bis jetzt da rausgehalten. Tauboga ist, glaube ich, ganz gut. Deswegen habe ich auch nicht überall Zugang. würde mich da auch ganz gerne weiter raushalten. Auch wenn das deine Freiheit bedeuten könnte, wenn du es nicht tust? Bin nicht so der Redner. Dann sag einfach nicht viel. Das versuche ich. Na. Vielleicht entscheidest du dich ja irgendwann einmal um. Und ansonsten, ich bin irgendwie erleichtert, dass es dir und ich nehme John auch den Umständen entsprechend gut geht. John wird gesucht von allen möglichen Vampiren der Stadt. Es ist fast wie eine Blutjagd. Da kann es ihm nicht sonderlich gut gehen, denke ich. Ich denke, wenn es zu schlimm wäre, würdest du ihn nicht alleine lassen. Er ist sicher. Für den Moment. Also. Das ist... Aber warum... Okay, ich verstehe. Sam sucht ihn und aus irgendeinem Grund sucht Isaiah ihn. Und was ist mit dem Rest? Ronan hat er irgendwas angestellt? Ihn. Schaut so zu Jelly. Ja, tut er. Ich weiß nicht genau, wieso. Vielleicht eine Möglichkeit, zumindest das auszugrenzen, obwohl nun der Sheriff dieser Stadt wohl andere Probleme hat, als John zu suchen. Ja. Welch glücklicher Zufall. So wie du das sagst, hört sich das nicht mehr nach einem Zufall an. Ich bin nicht so gut im Reden. Ihr habt aber nichts mit der ganzen Sache da zu tun, oder? Nein. Okay. Aber es kommt uns sehr gelegen. Hm. Er hat uns beinahe gefunden. Vorgestern. Kurz vor ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob es ihn freuen wird, das zu erfahren, wenn er es erfährt, oder ob es ihn noch wütender machen wird. Wie ich sagte, ich glaube, er hat andere Probleme gerade. Ja. Ich würde einen Handel vorschlagen. Okay. Schaut so, also fixiert Jelly. Sag ihm... Wir holen die Beweise aus dem Polizeirevier. Wenn er uns in Ruhe lässt. Ich weiß nicht, ob er das kann. Wegen diesem beschissenen Blutsband. Aber ich kann es ihm vorschlagen. Ach so, das heißt, er sucht sie im Auftrag vom Prinzen? Vielleicht. Alles, was er tut in dieser Stadt, ist entweder, um hier rauszukommen oder für den Prinzen. Da ist kein eigener Antrieb hinter. Hm. Na, ich denke mal, das Herauskommen ist auch. Hm. Okay. Gerade bin ich froh, dass ich nicht von irgendwessen Blut nuckeln muss. Musst du nicht? Von einem anderen Vampir. Muss ich das nicht, nein. Wir können offensichtlich diesen Deal nicht für ihn annehmen oder ausschlagen. Aber die Nachricht wurde überbracht und das war wichtig. Okay. Wie viel weißt du über die Stadt? Nicht mehr als du wahrscheinlich auch. Vielleicht andere Dinge. Ich habe noch eine andere Sache, die ich mit Angela besprechen muss. Du meinst unter vier Augen? Weiß nicht, ob das, was wir zu besprechen haben, für ihre Ohren stimmt sein soll. Kommt drauf an, wie sehr du ihr vertraust. Hm. Lass uns das erstmal unter vier Augen besprechen. Wenn es etwas ist, was euch interessiert, dann werde ich es euch dann später sagen. Gute Wahl. Okay. Tut mir leid. Und dann würde ich mit ihm in einen anderen Raum gehen. Lauscht Jelly? Ich würde es auf jeden Fall versuchen. Ich würde mich nicht wirklich bewegen. Also vielleicht stehe ich auf und knabber mal an der Topfpflanze, einfach nur um zu gucken, wie die schmeckt. An einem Gummibaum. Ja, ich suche halt im Moment noch irgendwas, was mir Energie gibt. Und ich habe keine Energy Drinks mehr, ich habe keine Energy Drink Dosen mehr, ich habe keine Koffeintabletten mehr und ich bin langsam echt tierisch müde. Blut, Jenny, ja. Blut. Dafür müsste ich jagen gehen. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Hm. Vielleicht erleben wir gleich, wie Jelly jagt. Mal gucken. Oh, möglicherweise. Ja. Ich würde es auf jeden Fall versuchen, wie gesagt. Ja, im Nachbarraum. Nun. Was möchtest du mit mir besprechen? Wir haben Isaiah beobachtet, weil wir versucht hat, uns aufzuspüren. Mhm. Sehr faszinierend, wie ihr euch gegenseitig versucht auszuspionieren. Er ist nicht besonders gut darin. Worin ist er überhaupt besonders gut drin? Außer Bullshit zu labern. Hm. Er ist gut darin, Kontakte zu knüpfen. Mhm. Und wie ich es gesehen habe, hat er einen intensiveren Kontakt mit Pranava. Mit Pranava. Okay, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Er hat sich mit ihm auf einer Party getroffen, Silvester. Okay. Aber viel interessanter für dich wäre wohl, dass es die Party von einer Freundin von dir war, wo er sie sich getroffen hat. Freundin von mir? Du meinst Lillian? Nickt. Das passt mir jetzt alles gar nicht zusammen. Was haben Lillian und Pranava zu tun und warum sollten die beiden auf einer Party von ihr sein? Vielleicht fragst du sie mal. Oder Isaiah. Ich war nicht drinnen. Ich weiß nicht, was drinnen passiert ist. Ja, sieht so aus, als müsste ich mich tatsächlich mal mit dir treffen und das alles mal besprechen, was passiert ist. Das ist doch nicht so einfach. Immerhin bin ich jetzt kein Mensch mehr. Ein bisschen schwierig, deiner besten Freundin das zu sagen. Wenn du ihr das sagst, unterschreibst du damit ihr Todesurteil auf kurz oder lang. Mm. Ja. Aber sie ist irgendwie schon in diesem Spiel drin. Dein Saya hat mit ihr umgegangen, Pranava hat mit ihr umgegangen, Isaiah hat mit ihr umgegangen. Und irgendwie ist alles meine Schuld. Ich rate dazu, nicht alles auf die eigenen Schultern zu packen. Einfacher gesagt als getan. Aber danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Wenn sie deine Freundin ist, dann solltest du auf sie aufpassen. Ich habe nach der Sache mit Adam zumindest versucht, ein paar Leute damit zu beauftragen, die Gang darauf zu achten. Richtig. Aber die ist ja mittlerweile einen zerschlagen. Strich durch die Richtung gemacht, Rechnung gemacht. Richtig. Wieder so ein Teil der Stadt, der nach uns sucht. Lästig, dieser Malcolm. Kann jetzt schwer nicht behaupten. Schwer zu finden und schwer nachzuvollziehen, wo er ist und wo er nicht ist. Ich meine, das Einzige, was ich großartig von ihm weiß, ist, dass er mir den Kopf eines toten Mannes in den Schoß geworfen hat. Großartig viel. Er ist ein Vampirblutttrinker. Okay. Und das läuft dann bei dem anders als bei anderen mit ihren Blutsbunddingern? Sein ganzer Clan hat diesen Nachteil. Und was für ein Clan ist das? Weil ich glaube, davon habe ich noch nie gehört. Banu Haqim. Ich weiß nicht, ob einer mir von denen erzählt hat. Ich glaube nicht. Sie sind selten. Na. Okay. Also muss ich Angst davor haben, dass er mich anspringt und aussaugen will? Vor den Banu Haqim haben viele genauso viel Angst wie vor den Nosferatu. Das nicht zu Unrecht. Juhu. Andererseits gibt es auch Clans, die haben vor den Toreador Angst. Oder vor den Ventrue. Und auch das zu Recht. Gibt es auch welche, die Angst vor den Brucher haben? In der Tat. Immerhin. Müssen wir jetzt alle aufzählen? Nein. Aber sogar vor den Dünnblütern hat man Angst. Und zwar so viel, dass man sie auslöschen will. Also Jelly gewinnt diesen Vergleich, wenn du das anstellen willst. Dann bin ich ja froh, sie auf meiner Seite zu haben. John meint, sie kann nützlich werden, wenn sie denn gewillt ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Naja. Auf jeden Fall werden wir schon mal gemeinsam daran arbeiten, irgendwie einen Weg aus dieser Stadt herauszufinden. Ja, ich will auch raus hier. Ich glaube, es gibt nur wenige, die das nicht wollen. Außer die, die sehr viel Macht haben. Ich nehme aus unserem Gespräch mit nach Hause, dass du nicht völlig abgeneigt bist, unsere Beziehung weiterzuführen. Als Klüngel. Oder als zumindest als eine Art Klüngel. Kannst du ja. Ich bin immer noch wahnsinnig enttäuscht, dass ihr so verschwunden seid. Das darfst du auch gerne John so sagen. Aber ich persönlich hege jetzt gerade keine großartigen. Du möchtest nicht sein, wo John jetzt ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Ich möchte nicht gejagt werden von der halben Stadt. Wir können, glaube ich, wieder rübergehen. Okay. Ja. Dann machen wir das. Ihr seht Jelly, wie sie so auf einem grünen Blatt kaut und ganz konzentriert ihre Hände anstarrt. Was tust du? Er ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich experimentiere? Indem du meine Topfpflanze isst. Ja. Glaub mir, das ist nicht das Schrägste, was ich heute schon gegessen habe. Plastik mit Koffeintabletten. Guck mich nicht so an. Ich kam ohne Bedienungsanleitung. Ihr alle habt irgendwen, der euch irgendwas sagt, wie ihr funktioniert. Mhm. Und ich bin Marke, ey, das ist nur ein Ikea-Möbel, den schaffen wir auch ohne Anleitung. Das heißt, du musst komische Dinge anknabbern? Müssen. Also, ich weiß nicht, ich kenne mich da ja sowieso überhaupt nicht aus. Du kannst normales Essen essen, richtig? Ja. Reicht dir das auch? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So lange habe ich das noch nie ausprobiert. Wenn ich, weißt du, wenn ich normales Essen esse, dann habe ich irgendwann Hunger auf das andere. Und wenn ich nur das andere esse, habe ich irgendwann Hunger auf normales Essen. Also eigentlich habe ich immer Hunger. Das hört sich echt ätzend an. Andererseits ja, habe ich auch immer Hunger. Es ist total merkwürdig. Ich bin merkwürdig. Wir sind auch merkwürdig. Der da drüben auch. Ist der überhaupt noch da? Oder ist er schon wieder weg? Ist noch da. Ja. Okay. Also. Immer gerade off-topic. Weiß ich, dass Jelly mit Lillian zusammengearbeitet hat? Glaub nicht. Also wenn sie dir das noch nicht erzählt hat. Ich glaub nämlich auch nicht. Jelly war auch bei der Wahlparty da, nämlich mit dabei. Was du wissen kannst, ist, dass du für sie. Warst du bei der Modenschau da? Hm. Nee, dann. Weil da haben sie habt ihr Jelly ja gesehen, ne? Ja, aber da bin ich für sie eingesprungen. Ja. Ja. Aber vielleicht haben die anderen davon erzählt. Also ich weiß ja nicht. Also. Jetzt mal, ich weiß auch nicht, Feramin hat da mal einen guten Überblick, was wer weiß. Ich schaue gerade nach. Moment. Ich sollte es eigentlich selber wissen, aber manchmal ist es echt schwierig. Er ist ja auch schon echt fast schon ein Jahr her. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Die Leitung wird gehalten. Der nächste freie Toreador ist gleich für Sie zuständig. Noch zur Chronistin. Also. In Time. Auf OT ist sie das ja schon. Jenny war auf alle Fälle da, als wir diesen Bürgermeisterkandidaten zu Fall gebracht haben, weil sie ja beobachtet hat, oder davor mal, sie war ja diejenige, die beobachtet hat, dass Adam ihm Blut gegeben hat. Wir haben allen drei das Gedächtnis gelöscht. Da war Lillian mit dabei. Ich weiß bloß gar nicht, ob Jelly da mit im Raum war. Ja, aber es geht ja darum, ob Angela die Beziehung zwischen Jelly und dem Bürgermeisterkandidaten kennt. Na, es geht darum, ob ich weiß, dass Jelly und Lillian miteinander... Jelly bei Lillian gearbeitet hat. Ich glaube aber nicht. Ich meine nämlich auch nicht. Mr. Pranava hat sich da so nett an Jelly rangeschlichen, als sie an dem Schreibtisch saß. Ja. Okay. Ja, vielleicht kann Jelly das ja noch erzählen. Wenn du Lillian erwähnst, wird sie da auf jeden Fall wissen, von wem du sprichst. Ja. Ja. Naja, da wir uns eine Geschichte ausgedacht haben, wie wir beide uns kennengelernt haben, werde ich ihr wahrscheinlich erzählt haben, was ich so in den letzten paar anderthalb bis 2 Jahren in der Stadt gemacht habe. Damit sie sich halt aussuchen kann, wann sie wo auf mich aufmerksam geworden ist. Frage ist, haben wir das schon hinter uns oder machen wir das erst noch? Weil, wie gesagt, theoretisch ist das Elysium jetzt auch erst anderthalb Wochen her. Ja. Und die letzte Woche davon haben wir uns wahrscheinlich nicht getroffen. Also könnte es sein, dass wir das tatsächlich noch überhaupt gar nicht gemacht haben. Mhm. Ja, das... Okay. Sagen wir einfach mal, ihr habt das gemacht schon, um einfach mal so ein bisschen zu beschleunigen. Genau. Okay, das, hätte ich jetzt auch gesagt, denke ich. Okay. Ja. Du hast ja gesagt, dass du für Lillian gearbeitet hast. Ja, zeitweise. Weißt du von der Beziehung zwischen ihr und Pranava? Der hat Anteile ihrer Firma gekauft. Ziemlich viele Anteile. Daraufhin haben echt viele Kollegen gewechselt und ich bin dann auch irgendwann weg. Weil der Typ echt gruselig ist. Ich verstehe gar nicht, warum so viele Mitarbeiter wechseln. Ich schulde ihm immer noch einen Entwurf. Theoretisch. Ach. Hat er bestimmt schon wieder vergessen. Okay, das... Irgendwie rechne ich damit, dass er irgendwann bei mir auftaucht und sagt, ich schulde mir noch einen Entwurf. Fräulein. Dann wäre es vielleicht besser, wenn ich den irgendwo habe und einfach nur ziehe und sage, hier, nimm und geh. Könntest du natürlich machen. Aber, warum ich das gefragt habe, ist, scheinbar waren die auf einer Party zusammen. Beziehungsweise er war auf einer Party von Lillian. Und irgendwie fände ich das gar nicht gut. Dass Lillian da überall mit reingezogen wird. Naja. Meinst du, du kannst irgendwie Kontakt zu ihr aufnehmen und ein Treffen zwischen uns beiden arrangieren? Klar. Ich kann dann morgen früh aufschlagen. So, das wäre... Von Ghoul zu Ghoul. Ja, wäre cool, wenn du das machen kannst. Ich muss irgendwie versuchen, sie da rauszukriegen. Gib mir am besten eine Nachricht für sie mit oder ein Handy. Ich meine, ich bin im Moment eure beste Chance auf ungestörte Kommunikation. Rate von Wenn Handys ich unterwegs ab. Bin, kriegt das keiner mit. Handy habe ich gerade nicht, aber ich werde eine Nachricht schreiben. Du solltest auch keine Handys benutzen. Tja, was soll ich dazu sagen? Weißt du, wenn man in meiner Altersklasse kein Handy hat, dann ist das echt auffällig. Vor allem, wenn man keinen Instagram-Account hat. Oder Twitter. Vor allem in der Modebranche. Oh. Also, pass auf. In der Modebranche geht es vor allem ums Netzwerken. Weißt du, was das heißt? Man schließt Verbindungen. Dafür muss man aber wer sein. Dafür muss man eine Meinung haben. Dafür muss man bestimmten Leuten folgen. Dafür muss man wissen, was ja, in der Welt gerade wichtig ist. Und da ich immer noch ein Mensch bin, ich habe einen Pass, ich habe eine Sozialversicherungsnummer mittlerweile, ich zahle Steuern, muss ich auch in der menschlichen Welt eine Tarnung beinhalten. Und deswegen ist es ziemlich wichtig, ein Handy zu haben. Wenn man keins hat, fällt man auf. Vor allem, wenn man so aussieht wie ich. Wenn man eins hat, ist man verfolgbar. Das ist richtig. Vampire, die verfolgbar sind, sind tot. Tja. Jelly lebt noch mehr als wir beide zusammen. Deswegen bin ich ja kein Vampir, ich bin ein Mensch. Du bist ein Dünnblut. Verstehst du? Das ist gerade die Frage, ob auffällig und nicht gut verfolgbar oder unauffällig und etwas besser verfolgbar ist, sich nicht aushebeln. Ich werde ein Problem haben in 10, 20 Jahren, weil ich nicht heraus kann, weil ich mich nicht verändere. Dann habe ich ein Problem. Im Moment ist eine durchschnittliche Normalität meine beste Tarnung. Auch wenn du nicht so nicht durchschnittlich aussiehst. Naja, ich gehe halt als das Punker-Girl durch, ne? Oh ja, das war jetzt auch keine Kritik. Ich mag deinen Style. Danke. Die beiden Style-Ikonen hier. Ja. Habt ihr noch was zu besprechen oder sollen wir mal wechseln zu Sam und Ronan? Ich würde dem Dicken einen Deal vorschlagen, wenn er sich drauf einlässt. Dass ich tagsüber für ihn und John Brieftaube spiele. Für den Fall, dass sie es mal brauchen. Zum Beispiel, indem ich Verstecke für sie anwerbe oder Nachrichten irgendwo hinterlasse, für den Fall, dass sie mit irgendjemandem in Kontakt kommen müssen. Und dafür soll er sich für mich ein bisschen nach einem dunkelhäutigen Vampir umhören, namens Joao, und einem hellhäutigen Country-Sänger, Toreador-Vampir, namens Diego, die vor ungefähr 2 Jahren hier in dieser Stadt verschwunden sind und die wahrscheinlich von der 2. Inquisition aufgegriffen wurden. Und wenn er da irgendwas weiß, das würde ich gerne wissen. Und dafür würde ich halt anbieten, dass ich, ja, tagsüber Brieftaube spiele. Ich weiß aber nicht, ob er sich darauf einlässt. Hm. Direkt 2 Deals an einem Tag. Oder ist das ein Deal zwischen uns beiden? Das wäre zwischen uns beiden. Du vertraust mir so sehr, dass du mir das vorschlägst und glaubst das, was ich dir zurückerzähle. Habe ich eine Wahl? Wenn du irgendwo hingehst und die Information, dass ich existiere, an den Prinz verkaufst, um deinem Klüngelkameraden den Arsch zu retten. Würde ich das wahrscheinlich machen. Eben. Das heißt, ich muss dir vertrauen, dass du bis dahin dicht hältst. Oder ich muss versuchen, bis dahin mehr wert zu sein, als dass du diese Information aufgibst. Das ist der einzige Grund, warum ich überlebe, weil ich mich anpasse. Hm. Ein Dienstbote ist durchaus wichtig, ja. Aber warum hast du so ein Interesse an diesen beiden Vampiren? Tja, ich kenne die Definition von Klüngel nicht. Aber wir haben sehr viel Scheiß durchgemacht zusammen. Und eigentlich haben wir alle 4 diesen Scheiß überlebt. Und wir haben uns damals geschworen, einander nicht im Stich zu lassen. Und dann sind sie verschwunden. Also suchen wir sie. Und das ist etwas, was du nachempfinden können solltest. In der Tat, aber ich hätte bis jetzt nicht gedacht, dass die mit euch in Verbindung stehen. Interessant. Wie, dass sie mit uns in Verbindung stehen? Das war mir nicht bewusst. Also hast du von ihnen gehört? Zumindest von einem von ihnen. Welchen? Der Sänger. Wann? Schon etwas her. Ich weiß, dass der neue Prinz nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen ist. Er hat sich wohl einen Maskeradebruch eingehandelt. Aber er stand unter dem Schutz der Toreador Primogen, was sich nun ja nach dem Elysium halbwegs geändert hat. Okay. Aber er lebt. Das ist gut. Wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe, schon. Gut, man sorgt dafür. Ich glaube, sonst wäre er schon geendet wie Andrew. Aber wenn Ronan noch keinen Auftrag bekommen hat, ihn zu töten, dann wird er wohl jetzt noch leben. Das ist gut. Danke. Und tu mir den Gefallen, wenn du das nächste Mal in einem Raum auftauchst, dann klopf vorher an, okay? Ich krieg sonst einen Herzinfarkt. Das wird dich nicht umbringen. Woher willst du das wissen? Ich habe Erfahrung damit. Mit Herzinfarkten? Mhm. Aha. Ich glaube, er taucht häufiger mal unerwartet auf. Ihr ignoriert mich einfach nur. Du willst von uns ignoriert werden. Eine der Gaben. Muss gehen. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Okay. Grüß John von mir. Stapft zur Tür. Und ich schaue mich nach freien Räumen in der Stadt um. Oder willst du hier beim Keller bleiben? Es wäre cool, wenn du ein bisschen die Augen offen halten würdest, ja. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, ich möchte erst mit diesem Frank Graham oder wie auch immer Hughes reden. Aber etwas in der Hinterhand zu haben, ist eine gute Idee. Okay. Dann mache ich das. Gut. Ja, dann wechseln wir den Schauplatz und gehen zum rasenden Ronan. Haha. Alliteration. Was zu winnen. Ja, wie kriegt Sam denn den rasenden Ronan unter Kontrolle? Ja, wenn Jelly ihn in den Keller gesperrt hat, wir wollten den Keller ja eh für spezielle vampirische Gäste umbauen, weil es ja so ein Problem mit der Bevölkerungsobergrenze in der Stadt gibt. Und dann sind die Umbauten wahrscheinlich schon fertig und das ist jetzt eben ein ungeplanter Härtetest. Ich hoffe aber, also ich meine, also der ursprüngliche Plan war Haken an die Wände, Ketten und Blutbecken. Also Jordan fand das jetzt schon ein bisschen irritierend, so wenn er aufwacht, weil er ausblutet. Das wäre jetzt ich schätze mal, wir haben auch so schon irgendwas so mit Gittern, so eine Art Gefängnis, also 1 oder 2 quasi Zellen. Ja, im Knast. Ja, es kann ja auch durchaus passieren, dass sich mal jemand vielleicht von den in der Stadt heimischen Vampire etwas vielleicht daneben benimmt und mal ihn mal ein bisschen wegsperren muss, bis er wieder zur Raison kommt. Hat Ronan denn im Rasereizustand Möglichkeiten, aus einem Käfig rauszukommen? Ich sag mal ganz vorsichtig, nee. Ja, Jelly meinte ja auch, dass sie selbst nicht Bescheid gesagt hat, aber die kriegt vielleicht irgendwann den Lärm mit, geht runter in den Keller und findet Ronan da. Also noch nicht. Dann wirst du da so überlegen, was hat Ronan standardmäßig dabei? Dann wirst du da runterkommen und dann isst du sofort hier Gitterstäben so einen Weg aus Spielkarten, die da so vor der Zelle liegen, während ein völlig fertig aussehender Ronan die Karten durch die Gitterstäbe schnippt. Oh, hallo. Neben ihm eine leer gerauchte Schachtel Zigaretten. Ich wusste nicht, dass du noch da bist. Überraschung. Wie kommst du eigentlich hier rein? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sieht aus, als wärst du schon länger da. Was ist das Letzte, an das du dich erinnern kannst? Man sieht im Beton an den Wänden auf jeden Fall Kratzspuren. Und irgendwie teils sind die Gitterstäbe ein Ticken verbogen. Nur ein ganz kleines bisschen. Ich bin ja kein Brucher. Naja, ich sag's mal so. Mir wurde die Tragweite meiner Situation bewusst. Dramatische Musik jetzt einspielen. Und dann wird alles schwarz. Oder eher rot. Mhm. Und dann schwarz. Mhm. Ich habe irgendeine Frau schreien gehört und jetzt habe ich keine Fingernägel mehr. Und ich habe ein hübsches Muster an der Wand. Na gut. Ich dachte, ich dekoriere einfach rum. Ich habe so eine totale Dekoader. Ich muss zwangsweise irgendwo immer Kratzer reinmachen. Also bei dem Blödsinn, den du jetzt redest, scheint es dir wieder normal zu sein. Ich habe tierischen Hunger, aber ansonsten ja. Nein. Alles scheiße, meine Ellie. Weißt du, dass Gott ein echt grausamen Sinn für Ironie hat. Ich wache in einer Zelle auf. Das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Und vor allem nicht von der Seite. Tja. Sam, ich bin am Arsch. Ach nee. Meinen Posten bin ich vermutlich los. Wenn ich Glück habe, sitzt Malcolm neben mir und ich sehe ihn nicht. Warte mal einen Moment. Ich würde mal gucken. Allein, wenn das so wäre, würde ich jetzt, glaube ich, loslachen. Was war das nochmal? Moment. Sekunde. Witz, Auspex. Ja, oder Resolve und Auspex. Aber Witz passt wahrscheinlich besser. Ein Erfolg. Keine Ahnung. Siehst nix. Naja. Also wenn ihr heute da ist, dann ist er sehr gut versteckt. Ich denke, meinen Posten bin ich los. Der Prinz ist vermutlich maßlos von mir enttäuscht. Der Primogenrat lacht sich ins Fäustchen. Ich habe mindestens damit einen Maskeradebruch begangen. Theoretisch sogar 2 oder 3. je nachdem, wie man es aufrechnet. Wenn sie meine Wohnung wirklich richtig gefilzt haben, von oben bis unten, weil es sind halt, wenn es Kaufhaus-Cops waren, dann haben sie vielleicht meinen PC gefunden. Aber da es sich um einen Terroranschlag vermutlich handelt, wegen dem Ding, war mit Sicherheit früher oder später eine wirklich gute Spurensicherung oder das FBI da. Und das bedeutet ja, meine gesammelten Dateien, die ich über die Kaniten in der Stadt, gemacht habe, plus meine ganzen Fallakten, plus die ganzen Unterlagen von Andrew, plus meine sterblichen Fälle, plus die Blutbeutel aus meinem Kühlschrank. Zum Glück habe ich mir von Jimmy nicht noch die Waffen vorher besorgen lassen. Was lernen wir daraus? Aufschreiben und alles auf Notizblöcke malen ist manchmal nicht so toll. Der Computerdateien nützen die ja auch nichts. Das war ja vorher so, hat auch nicht funktioniert. Und deswegen, Sir, da kannst du mich am besten gleich hier sitzen lassen und mir die Kugel reindrücken. Scheiße, klappt ja nicht. Vergiss es, den Gefallen tue ich dir nicht. Du hättest mir den auch nicht getan, also. Quasi eine umgedrehte Position, ne? Touché. Allerdings weißt du, wer jetzt richtig losgackern würde? Isaiah. Das würde ich nicht mehr einkriegen vor Freude. Oh ja. Und John wahrscheinlich auch. Das Problem ist, wir könnten... Das Problem ist, Du weißt, es gibt eine Möglichkeit zu erklären, was passiert ist. Was du auch Sabra erklären könntest. Wir wissen beide genau, wer dir das in die Schuhe geschoben hat. Ja, das ist schon klar. Das löst aber nicht das Problem mit der Maskerade. Ich habe den Bockmist verursacht. Ist vollkommen egal, ob ich daran Schuld trage oder nicht. Aber ich war für die Verwaltung und für die Sicherheit der Stadt zuständig. Ich habe in meinem Amt versagt. Nach den Regeln und Traditionen der Camarilla. Was ich es wieder ausbügeln könnte oder die Möglichkeit habe, ist eine schöne Sache. Das löst vielleicht ein Problem. Vermutlich könnte ich der Polizei auch die Sache mit dem Blut im Kühlschrank irgendwie erklären. Theoretisch. Aber nicht die Dateien, nicht meine gesammelten Unterlagen. Gut, die werden nicht durchsteigen, weil ich das nach meinem Gutdünken gemacht habe. Aber wenn das FBI davon weiß, weiß mit Sicherheit schon die Inquisition davon. Und ich bin damit ein Sicherheitsrisiko. Die schlauste Taktik wäre, jemanden anzusetzen, der mich flockt und enthauptet. Vergiss es, den Gefallen tue ich dir nicht. Ich habe auch nicht von dir gesprochen. Wo ist Jelly eigentlich? Ich weiß es nicht. Hast du nicht gesagt, dass ihr einen Plan geschmiedet habt, dass sie sich als Angela School verkaufen soll? Vielleicht ist sie zu Angela gegangen. Ich hoffe, also sie hat jetzt nicht die Hosen voll. Sie hat es immerhin geschafft, dich hier einzusperren, also Hut ab. Sie kennt 2, 3 Stellen, wo ich kitzlig bin. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich dich in diesem Zustand noch kitzeln würde, aber naja. Was machen wir jetzt? Diese Stadt ist nicht groß genug, als dass du dich wirklich sinnvoll verstecken könntest. Gegenangriff? Direkt zu Sabra? Solange ich noch keinen Plan habe, wie ich das Winter bewerkstelligen kann, ist das vielleicht nicht so clever. Ich sollte einen Plan vorlegen können. Immerhin habe ich ja schon eine Sache nicht gemacht. Sie haben mich nicht geschnappt. Gut, wenn sie dich geschnappt hätten, dann hätte sie ein Problem weniger. Ja, das wären schön für Wachen hinterher Haftzellemons gewesen. Eben. Wir hatten hier schon wieder drin geraucht. Dann wären für sie alle Probleme ja schnell und einfach gelöst. Eben nicht. Die Sachen liegen ja immer noch bei der Polizei. Fakt ist, Fakt 1, bevor ich daran denke, meinen Namen irgendwie in der normalen menschlichen Gesellschaft irgendwo auf die Reihe zu kriegen, muss ich die Unterlagen von der Polizei zurückkriegen. Alle, es müssen alle Kopien und Dateien verschwinden, die sie selber gemacht haben und damit aus dem Polizeirechner verschwinden, aus dem Polizeiarchiv verschwinden und möglicherweise aus der Datenbank des FBI. Und sorry, so weit war ich noch nicht mit meinen Kontakten. Ich war mit dem Sheriff ein Bier trinken, weiter war ich noch nicht. Mein Hintergrund als Mensch ist hieb- und stichfest, aber den werden sie jetzt zerpflücken. Wird sowas in eine Cloud hochgeladen? Solche Daten, wenn die Polizei an sowas kommt? Oder wird die nur lokal gespeichert? Kommt drauf an, wer beteiligt ist. Aber das, du weißt selber, seit 9/11 Terror... Wenn es hier auf einem lokalen Datenträger gespeichert ist, das kriegt man hin, aber wenn es im FBI irgendwo schon im Computer ist, dann brauchst du einen dezent versierten Hacker, um das da wieder rauszukriegen. Und das löst das Problem nicht der Sachen, die halt physisch da sind. Du musst ja... Wenn wir das ganze Revier in die Luft jagen? Starte ich jetzt wirklich völlig entgeistert an? Das war nicht mal im Ansatz witzig. Ich meine das auch nicht als Scherz. Ich meine... Okay. Rein hypothetisch ist es gar nicht mal so leicht, an so viel Sprengstoff zu kommen. Bei der einen Tankstelle. Ich weiß, wann die Tanklaster kommen. Wir brauchen nur einen davon. Für das ganze Revier. Jo. Ist ein Pyromal an dir verloren gegangen. Benzin-Luftgemische sind relativ explosiv. Die brauchen nur jemand, der das Ding da reinfährt. Ach so. Ja, klar. Logisch. Warum bin ich ja Polizeistation? Ja, klar, einen Haufen unschuldiger Leute umbringen. Ja, das ist ja die Ultimativlösung. Nun ja, wenn wir einen potenziellen Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen schaffen wollen, dann wäre es hilfreich, darauf zu achten, dass wir auch ein bisschen rücksichtslos vorgehen. Sam? Hm? Nein. Außerdem löst das noch immer nicht das Problem mit dem FBI. Oder willst du Ona Quantico fahren und die da auch hochjagen? Die kommen leider nicht aus der Stadt raus. Na, so ein Pech aber auch, sonst wäre der Plan genial gewesen. Aber Bruce schaut sich doch gerade um, ob sie hier vielleicht irgendwie, weißt du, ein Self-Storage oder so irgendwas angemietet haben. Es war deine Idee, dass sie hier irgendwo eine Art Hauptquartier haben müssen. Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo meine Nacht schon liegen? Die lesen sich so gerade auf dem Klo durch. Brauchen wir zwei Tanklaster. Kriegen wir auch hin. Weißt du, lass mich das mal kurz ein bisschen durchdenken. Warte. Pass auf, ich bin gleich soweit. Punkt 1. Sabra, der geliebte Prinz von uns allen und gewählte Lieblingsprinz von uns allen, kriegt auf ihren, ist von ihrer Silvesterparty gerissen worden, weil jemand meinen Namen an ein Gebäude geschrieben hat. Die denkt sich, was für ein dämlicher Sheriff, wen habe ich mir denn da angelacht? Zumindest lese ich nichts davon, dass sie einen Verdächtigen haben. Das ist ja toll. Einen Tag später fliegt das Polizeirevier in die Luft und in derselben Nacht noch, ich sag mal, 3, 4 weitere Gebäude. Geschätzte Opferzahl 200. dann wird sie sagen, Mann, was habe ich für einen tüchtigen Sheriff. Er hat die Scheiße sich eingebrockt und wunderbar und ausgesprochen dezent wieder ausgelöffelt, ohne weitere Spuren zu hinterlassen und auch niemanden, der danach prüfen würde. Müssen wir einfach Spuren hinterlassen, die auf Donald Nanny hindeuten. Dann schließt sich der Kreis wieder. Okay, und warum sollte ein Stalker, von dem niemand etwas weiß, dass er ein stinkreicher Typ ist, warum sollte der Gebäude sprengen und vor allen Dingen das Polizeigebäude? Weil du ihm schon auf der Spur warst? Okay, warum sprengt er nicht die Detektei? Weil er die erstmal drohen wollte, weil er ein kranker Irrer ist? Warum jagt man zuerst Flugzeuge in ein Bürogebäude, statt direkt ins Pentagon oder ins Weiße Haus? Hallo, ich bin kein Terrorist. Ja, aber das war doch genauso unlogisch. Noch nicht. Man geht erstmal auf Ziele, die zwar viele Menschenleben fordern, aber keine strategische Bedeutung haben. Und danach, wenn alle schon in höchster Alarmbereitschaft sind, versucht man dann, oh ja, wir schicken jetzt dann mal noch ein Flugzeug zum Pentagon. Irre denken nicht unbedingt logisch oder Terroristen. Erstmal, schaut uns an, wie toll wir sind. Und dann geht man mal an die Ziele, die tatsächlich von strategischer Bedeutung sind. Sam, ich habe ein psychologisches Profil von ihm erstellt. Ich weiß, wie er tickt. Aber wenn man sowas macht, das wird immer, wenn du ein Polizeigebäude in die Luft sprengst oder ein Gebäude mit Regierungsangestellten, das zieht eine endlose Kette nach sich. Die haben ja alle, so würde ich das zumindest machen, Tarnidentitäten irgendwo. Die arbeiten beim FBI, NSA oder auch ganz normale Standardjobs als Tarnung. Aber mit Sicherheit ist irgendwo ein hochrangiger Beamter irgendwo. Würde sowas in der Stadt passieren, rückt gleich eine ganze Armee von den Leuten an. Das können wir dann machen. Das ist die Scheiße mit dem begrenzten Raum hier. Wenn ich das wüsste, würde ich jetzt nicht völlig entgeistert vor mich hinbrabbeln. Und ich habe fast keine Kippen mehr. Ich ende noch so wie ein Typ aus der Marlboro-Werbung. Sam, ich weiß es nicht. Mir fällt kein Weg ein. Das Schlimme ist, dass deine Argumentation schon stichhaltig ist, aber halt zu noch einem größeren Rattenschwanz führt. Das löst das Problem kurzfristig. Gebe ich dir völlig recht. Nebenbei, dass es unagbar brutal und voll panischermäßig ist. Aber wenn in so einer Kleinstadt immer mehr Terroranschläge passieren, dann gibt es irgendwann ganz automatisch eine höhere Präsenz von Ordnungshütern. Und dann wird es noch schwieriger, einen Furz zu lassen. Ich könnte mich erstellen, das wird bestimmt lustig. Mhm. Dann gehe ich zu denen und sage, hey, sperrt mich bitte in eine dunkle Zelle ohne Fenster. Ich ertrage das Sonnenlicht nicht mehr so gut. Ich fürchte Gottes Strafgericht. Du redest Blödsinn. Ja, ich bin dezent verzweifelt. Sam, der Annäherungsalarm des Clubs geht. Also zeigt dir, dass jemand oben die Tür aufgemacht hat, die Haupttür. Verdammt! Ist das Malcolm? Ich glaube, der würde keinen Alarm auslösen. Das wäre zu schön. Wenn er höflich ist, schon. Ah, ich bleib so lange hier liegen. Ja, ich würd auch einfach gucken gehen und dich jetzt erstmal ignorieren. Eine habe ich noch. Dann stehen oben Dr. Angela und Jelly im Vorraum der noch nicht fertigen Diskothek. Und wo hast du den eingesperrt? Im Keller. Ich habe einfach nur die Tür hinter mir zugeworfen und gerade noch so den Schlüssel drehen können. Na, dann sollten wir vielleicht mal nachschauen. Ach, hi. Wow. Tolle Stimmung. Ich habe gehört, dass es Ronan nicht besonders gut geht. Ja, ich führe gerade ein ziemlich sinnloses Gespräch mit Ronan. Ich schätze mal, du hast den im Keller deponiert. Nachdem er mich angegriffen hat, ja. Gut, jetzt wissen wir immerhin, dass zumindest bei solchen Kalibern wie Ronan die Gitter halten. Komm doch mit. Hat er sich denn wieder beruhigt? Wie gesagt, wir führen ein blödsinniges Gespräch. Ja. Okay. Ja, wir haben Gitter im Keller. Okay. Fetischclub. Komm, hol das Lasso. Not judging. Lass die beiden anderen vorgehen. Ja, da liegen immer noch die Spielkarten vor der Zelltür. Und es riecht unglaublich nach Kippe. Also sowas von penetrant nach Zigarette. Hey! Du siehst scheiße aus. Danke, 3 Frauen besuchen mich, jetzt geht's mir schon besser. Linz mal so um Angela rum. Hey. Hey. Habe ich irgendeinen Blödsinn veranstaltet? Definiere Blödsinn. Dort guckt man so hinter sich, wo so Kratzer im Beton sind. Du blickst dich um und siehst die Kratzer, die du dir vorher gar nicht richtig angeguckt hast, und siehst dann ein Muster drin. Also du siehst so ein bisschen aus, als die verschwimmen so ein bisschen und bilden Muster und. Naja, du siehst in Ordnung aus. Blass. Ernsthaft? Ist sie sonst nicht so? Weißt du, nach irgendwann wird alles rot und dann wird alles schwarz. Ich kann mich an ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich mich nicht mehr. Schön. Okay, ich habe Mist gebaut, alles klar. Tut mir leid. Das wird sehr zerknirscht. Weißt du, jetzt was ich meinte von wegen sehr vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob du sowas auch hast, aber wir auf jeden Fall schon. Ja, das hat Angela mir schon erklärt. Lange nicht mehr gesehen. Rockabilly. Ja, anderthalb Wochen. Guck mir länger vor. Ich wollte dir persönlich sagen, dass wenn du noch irgendwo einen anderen Platz zum Unterkommen brauchst, das Bürogebäude ist noch relativ sicher momentan. Die Türschlösser sind aber nicht so furchtbar stabil. Also ihr solltet Ronan vielleicht nur dorthin mitnehmen, wenn ihr euch sicher seid, dass, oder wenn er sich sicher ist, dass es so schnell jetzt das nicht mehr passiert. Notfalls halte ich ihn einfach unter Kontrolle. Ehrlich gesagt, deine Verantwortung, gut. Ich schließe dann auch mal auf. Ronan bleibt erstmal sitzen. So. Das ist wieder eine ganz andere Perspektive von hier auf der Seite. Ich fühle mich an meine frühen Jahre erinnert. Ja, so ein bisschen verschwimmen die Gitterstäbe auch und es kommen diese alten Eindrücke aus dem Hirn, aus dem Hinterkopf wieder hoch. Du hörst vielleicht so Töne, die damals irgendwie in dem anderen Gefängnis waren. Irgendwie so. In welchem der vielen? Ja, in einem der ersten vielleicht. Oder vielleicht so eine Mischung aus allem irgendwie, das kommt so, verschwimmt so alles ein bisschen vor den Augen. Sam? Hast du hier Lautsprecher? Nein, nicht im Keller. Ich frage mich, woher diese widerliche Rap-Scheiße gerade kommt. Was für Rap? Ja, nichts. Ronan? Ich glaube, diese Explosion und alles, was danach kommt, ich glaube, das ist nicht dein einziges Problem. Ah, gut, dass du mich wieder auf den Kern des Problems zurückbringst. Die Frage ist, wo fangen wir an? Ich bin der Maskeradebrecher. Als Sheriff, glaube ich, hat sich noch niemand geleistet. In der ersten Amtsperiode vor der Wiederwahl. Ich drehe mich zu Jelly um. Willst du ihnen von dem Deal erzählen? Deal? Welcher Deal? Ich soll dir ein Angebot unterbreiten. Du, mir, was, von wem? Vom Dicken. Dicker heißt der? Der Dicke? Hat richtig, vom Dicken und John. Du hörst auf, sie zu suchen und sie löschen deine, oder sie entfernen alles, was die Polizei aus deiner Wohnung hat. Aus dem Polizeirevier. Na, der scheißt doch der ehrlich in den Wald. Ein Deal von den zwei vertrauenswürdigsten Kaniten in dieser Stadt. Und dafür soll ich aufhören, nach ihnen zu suchen? Ja. Okay, ganz kurze Hypothese. Das macht man nur, und das macht zwar Sinn, das ist auch eine sehr großzügige Geschichte, löst aber nicht das Problem, dass die mit Sicherheit schon Daten in ihren Rechnern haben und vielleicht schon eine Stufe weiter. Die Diskussion hatten wir nämlich. Sam hatte einen genialen Plan, der so ähnlich war. Ich habe keine Ahnung, wie gut der Dicke in irgendwelchen weitergehenden Hacker-Nosferatu-Dingen ist. So, das war ein Terroranschlag. Zumindest solange das gegenteilig bewiesen ist. Das heißt, das FBI, Heimatschutz, die sind mit dran. Das heißt, die Daten werden gesplittet. Die Polizei behält einen Teil, der Rest geht weiter ans FBI und andere ermittelnde Behörden. Es sei denn, falls die Inquisition, die ja auch schon auf den Spuren war oder schon einen Verdacht hatte. Ich meine, sie haben sich schon mal als das FBI ausgegeben. Wenn die dann instant bei der Polizei hier aufgeschlagen sind und sagen, sie übernehmen das, dann könnten wir tatsächlich Glück haben, dass das richtige FBI noch nichts davon hat. Das nennst du Glück? Naja, gut. So gesehen. Außerdem, zumindest von den physischen Sachen, könntest du dann abschätzen, was nicht mehr hier ist, was die anderen haben könnten. Wie gesagt, es müsste, um dann zu Sabra zu gehen und nicht bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen zu bekommen und sie essen zu müssen, bliebe das Problem, dass jemand sicher gehen müsste, dass keine Dateien existieren. Wie viel hast du auf der hohen Kante? Los, raus mit der Sprache. Bist du eine gute Partie? Vielleicht, wenn ich alles direkt flüssig machen könnte, $5.000. Vielleicht plus, minus. Ich durfte ja nicht mit großem Vermögen und Tamtam abhauen. Alles, was ich habe, ist das, was ich aus meiner Zeit als Cop angespart habe. Naja, du könntest versuchen, Leute aus dem Dark Web drauf anzusetzen. Das werden wir für 5.000 nicht machen. Kommt drauf an, wie man es ihnen verkauft. Nicht für einen potenziellen Terroranschlag. Ich kenne halt auch leider keinen guten Hacker, so oder so. Es gibt bestimmt einen kanitischen, aber also ich kenne mich ein bisschen mit Computern aus. Ich könnte auch mit Sicherheit ein paar Sachen löschen, aber je nachdem, auf welchem Stand hier der Polizeirechner ist, die sind meistens nicht so gut. Aber jetzt mal so, also du musst diese Entscheidung selber für dich treffen. Ich sag dazu nichts. Aber selbst wenn es nicht alles ist, was sie weglöschen können, was für einen Unterschied macht es? Also du bist immer noch besser dran als vorher. Und ob du die jetzt, ich weiß nicht, warum du sie letztendlich verfolgst. Aber wenn du sowieso nicht zu Sabra zurück kannst, mach das. Und du könntest es sowieso nicht tun. Du kannst die momentan, diesem Zustand, sowieso nicht verfolgen. Es ist folgendes Problem. Einerseits möchte ich einfach generell mit ihnen reden, weil mich ihre Seite auch mal interessiert. Wirft mal so einen Einblick zu Sam, wie sie bestimmte Dinge rechtfertigen. Denn nach dem, was ich weiß, hat John ebenfalls Maskeradebrüche begangen. Zumindest kann man es so auslegen. Des Weiteren will Isaiah sie. Ja, das weiß ich. Und Isaiah ist derzeit der Liebling des Prinzen. Und Isaiah hat bei mir offiziell angefragt, ob ich die Untersuchung aufnehme. Ich kann ihn eine Zeit lang mit Sicherheit belügen. Gerade im Hinblick darauf. Wie gesagt, jetzt gerade kannst du sowieso nicht nachforschen. Und die einzige Möglichkeit, wie du das jemals wieder machen kannst, ist wirklich eine reine Weste zu kriegen. Und diese reine Weste zu kriegen, ist dummerweise schwieriger, wenn du diesen Deal nicht eingehst. Sam, du kennst die beiden länger. Wenn es zu ihrem Vorteil ist, halten sie ihr Wort? Ich kenne sie nicht gut genug. Das Problem ist, ich denke mal, sie haben Andrew gegenüber Wort gehalten. Bei vielen Dingen. Aber wir hatten nie diese Verbindung, als dass ich das jetzt irgendwie überprüfen könnte, ob sie das bei mir tun. Also bei mir haben sie es sicher nicht getan. Ich weiß nicht, ob sie es bei dir tun würden. Ich meine, es ist wahrscheinlich ein Strohhalm, nach dem du greifen musst. Aber auf dich, Angela, kam sie wieder zu. Zukommen ist nett ausgedrückt. Der Deckel ist in meinem Zimmer aufgeploppt. Das ist normal bei Leuten, wenn die sich verdunkeln können. Das ist überhaupt nicht normal, das ist furchtbar unhöflich. Hallo, Malcolm belauscht doch auch alle regelmäßig in diesem Pub. Ja. Jelly, was denkst du? Das ist unhöflich. Jelly, was denkst du? Er hatte schon mal guten Willen bewiesen, indem er dir schon mal Infos gegeben hat. Ich denke, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und es würde ihnen nichts bringen, dich jetzt übers Ohr zu hauen. Du brauchst sie, sie brauchen dich. Und das ist die ehrlichste Abmachung, die ihr treffen könnt. Yay, quid pro quo. Abgesehen davon... Ja. Er hat Diego gesehen. Plopp, die Kippe fällt wieder runter. Er hat was? Er steht wohl unter dem Schutz der Tori-Primogenen. Der Kopf zuckt zu Sam rüber. Ich habe sie seit dem Elysium nicht mehr gesehen. Ich will dringend mit ihr sprechen, aber... Und sie beschützt ihn wohl vor einem Maskeradebruch. Und allein, dass er mir das erzählt hat, zeigt, dass er bereit ist, sich auf uns einzulassen. Du musst echt dringend mit Skillman reden. Und vielleicht kannst du sie nach Diego fragen. Das wäre ein persönlicher Gefallen. Nun, mein Plan war rauszufinden, wie viele von welchem Clan in dieser Stadt sind. Ja, das war ja auch mein Plan. Allein schon wegen den Dingen, die diesen Club angehen. Und wie läuft diese, oder wie würde diese komische Vereinbarung dann laufen? Du sagst Angela zu, sie sagt es dem Dicken. Damit steht der Deal. Ist gebongt. Ich habe keine andere Wahl. Gerade. Das sehe ich genauso. Trotzdem müssen wir überprüfen, ob irgendwas auf den Polizeirechnern ist. Ich kann ihm davon sagen, wenn er das nächste Mal bei mir lauschen kommt. Sehr creepy, ja. Ich will einfach so ein Schild in meinem Raum oder so aufstellen, so mach dich mal sichtbar, wenn du hier bist. So an die Dusche hängen. Hier nicht, bitte. Angela braucht eine Magnettafel oder so eine Tafel eben, auf der man Nachrichten hinterlassen kann. Hat der irgendwas über John gesagt? Dass er von sehr vielen Leuten gejagt wird und sich versteckt. Ja, da sie beide die Stadt verlassen wollen. Ja, sie haben versucht, die Stadt zu verlassen. Und offensichtlich ist immer noch gescheitert. Ja. Bedeutet, wir stehen alle auf derselben Seite. Ich greife in meine Hosentasche und werfe ihm eine Packung Kippen zu. Oh, die meinte ich jetzt gar nicht, aber danke. Nimmt dann seinen Notizblock raus, den er noch hat. Alte Ronan. Gewohnheiten lassen sich nicht abschalten. Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Ich hab einen Plan. Ich hoffe, der funktioniert besser als der letzte. Ich war dabei, dafür konnte ich nichts. Ich hab's nicht verbockt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Naja, du hast ignoriert, dass da noch was kommt. Ja, aber nee, aber das wäre halt nicht vorhersehbar gewesen, was es ist. Ich konnte ihn ja nicht mehr fragen. Mhm. Okay, Sam hat's verbockt. Er schreibt was auf einen Zettel, reicht den Zettel dann Angela. Mhm. Kannst du das dem Dicken geben? Er soll es John geben. Okay, ich pinne es irgendwo im Haus mit einem großen für den Dicken an John oder so fest. Genau. Und ich bin einverstanden. Scheiß auf Internet. Wir brauchen mehr Brieftauben. Brieftauben sind in dieser Stadt eine ganz schlechte Idee. Oh, ich kenne jemanden, der freut sich. Briefhamster. Briefhamster? Ja, wie wäre es mit Ratten? Aber dann steckt sich die Schachtel Kippen in die andere Tasche und streckt sich dann, gibt ein leichtes Ächzen von sich. Oh, ich höre immer noch diese verfluchte Rapmusik. Ist das Coolio? Hier ist keine Musik. Hier ist keine Musik. Diese Musik habe ich nie gehört. Es poppt immer dann auf, wenn halt, wenn du halt nicht fokussiert bist auf das Gespräch oder so, sondern. Oh, ich glaube, da saß ich wegen Einbruchdiebstahl. Ja, ich glaube, das kommt hin. Da lief die ganze Zeit Gangsters Paradise. Komfortabel. Als ich im Gefängnis saß, war gar keine Musik zu hören. Krempel mal hier so ein bisschen am Ärmel rum. Naja, man hat nicht viel Zeit, außer Musik hören und sich gegenseitig tätowieren. Ich saß mal ein Lappenbuch gelesen. Igitt, Bildung. Schrecklich, ne? Ja. Gut, wenn das Problem gelöst wäre, was machen wir mit der Sache, die deinen Kopf betrifft? Mein Kopf? Du meinst, dass ich zu viel denke oder die andere Sache? Ich kann tote Menschen sehen. Was? Er verzieht jetzt wirklich das Gesicht. War das gerade irgendwie so ein Movie-Quote oder so? Ich hab dir gesagt, er hat Probleme. Aber das war es jetzt tatsächlich ernst gemeint, dass er irgendwelche komischen Geister sehen will. Ja, ich bin wie Bruce Willis, nur kein Republikaner. Immerhin. Und dass du Musik hörst, wo definitiv keine Musik gespielt wird. Ehrlich gesagt sah auch gerade die Zelle so aus wie meine erste Zelle. So ein bisschen war es auch so eine Country-Version von Gangsters Paradise. Oh! Es wird gerade richtig schräg in meinem Kopf. Die Stimme, war die von Diego. Jetzt spielt Diego Gangsters Paradise als Country-Version. Ach du Schande. Warum ist das vielleicht irgendeine Art von PTSD? Betrifft sowas überhaupt auch Vampire? Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin seit... Du kannst dich an Andrew noch erinnern. Also ich bin seit mindestens 15 Jahren clean. Mhm. Die Frage ist, ob das bei Andrew nicht irgendwas komisch-magisches war. Das hat bei ihm schon vor dem Hochhaus angefangen. Er hat mich nicht mehr erkannt. Und er hat sich vorher die Unterlagen angeschaut, die du geborgen hattest, wo ich gesagt habe, bring sie, Ronan. Kennt ihr diesen echt abgefahrenen Film, Der Name der Rose, mit den vergifteten Seiten? Mhm. Wenn das so ein Brainfuck-Ding ist, dann bin ich echt gearscht. Das hört sich sehr nach Brainfuck an. Deshalb hatte ich ja auch John im Verdacht. Aber er war nicht im Pub. Naja, auf jeden Fall kann ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr reingucken. Dann werden wir ja sehen, ob es besser wird oder nicht. Ein Grund mehr, mit den Malkavianern zu sprechen. Nein. Wenn einer sich damit auskennt, dann die. Ich höre Stimmen. Ja, okay. Aber ist doch völlig normal. Ich meine, ich kenne mich mit diesem ganzen komischen okkulten Kram nicht aus. Ich auch so gut wie nicht. So. Das ist halt echt traurig, weil seid ihr nicht normalerweise die da am ersten Ahnung von haben? Hör mal, ich hab's letztens schon Bruce erklärt. Wenn du Tremere wärst, dann kannst du Vorlesungen buchen. Ich habe die über okkulten Scheiß ausgelassen, weil ich Gedanken lesen wollte. Verstehe ich. Hm? Gut, kann ich immer noch nicht. Was hat sie gerade gedacht? Das wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Aber Also meinte, dass Jelly, du siehst dass müde aus. Mhm. Ich bin seit 48 Stunden auf den Beinen, habe einen wild gewordenen Vampir in deinem Keller eingesperrt, bin einmal quer durch die komplette Stadt gereist, habe mich fast zu Tode erschreckt und ich habe keine Koffeintabletten mehr. Vielleicht solltest du dich jetzt einfach erstmal ein bisschen... Es kam schon eine Getränkelieferung, drüben steht Red Bull. Yay, Red Bull! Und weg ist sie. Einmal die Dose mitnehmen. Ich glaube, dass ein paar Stunden mal Nickerchen mehr helfen würden als Red Bull. Ron sammelt die Spielkarten ein, steckt die sich in die Hosentasche. Nein, die darf Jenny nicht essen. Tja, Ladies. Dann habe ich jetzt wohl einen Deal mit dem Phantom der Oper und El Diablo. Tja. Eingefallen hätte ich gern von dir. Verkneifst dir sie, hierher zu bringen. Ich bin ihre. Allmählich durchschaue ich diese Masche. Angela kann ja nochmal anbieten, dass Ronan bei ihr pennen kann. Das Angebot steht da. Yay! Ich mache Couchsurfing. Ich denke, es ist sowieso nicht die beste Idee, sich zu lange an einem Ort aufzuhalten. Das ist richtig. Und dann können wir uns gleich mal über Knastgeschichten austauschen. Ich habe bei mir nicht so viel Interessantes zu erzählen. Aber von mir aus. Ich auch nicht, ich hatte immer gute Anwälte. Isaiah? Ja. Vielleicht den Cyber von Isaiah und du weißt es noch nicht. In gewisser Weise schuldigt dir ja dann auch was. Nimm einen großen Gefallen und schränke ihn an den Wanze weiter. Bloß die Schnauze. Ich habe das Gefühl, dass ich meistens nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Dachte ich auch. Eigentlich bin ich immer genau zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, ich dachte, aus dieser Spirale wäre ich raus, bis ich in diesen verkackten Bus eingestiegen bin. Ach, der selbe Bus, von dem Jelly eben erzählt hat? Hat sie aus dem Nähkästchen geplaudert? Nicht so extrem. Ich weiß nur, dass ihr irgendwie mit einem Bus hier angereist seid. Und dass dann noch andere Leute drin waren, nach denen ihr jetzt sucht. Wir waren das Quartett des Grauens. Das hört Jelly, Joao, Diego und ich. Wir hatten nur einen Auftrag gekriegt von unserem Prinzen aus der alten Stadt, wo wir kommen, sich das mal anzusehen, weil eine neue Droge im Umlauf ist und wir fanden raus, dass die Droge mit Karnitenblut versetzt war. Und dann sind die Menschen in eine Art Raserei gegangen und irgendwie wurde dann alles schwarz. Und wir erwachten in der Stadt. Und John kennt Anna und Anna kennt Joao und irgendwie gehen die uns ständig durch die Lappen. Dabei sollte man meinen, dass die Stadt jetzt nicht so riesig ist. Hast du eine Ahnung? Eine Volkszählung ist kaum durchführbar. Wie weit wart ihr denn von der Grenze entfernt, wo du herkommst? Naja, wir sind eine ganze Zeit lang gefahren. Ist trotzdem gut, das zu wissen. Wir sollten ein Auge darauf haben, nicht, dass sie versuchen, diese Droge auch hierher zu bringen. Vor allem mit dem Club dann. Ehrlich gesagt hatte ich die Vermutung, dass in dem Bus selber irgendwo ein Kanit angezapft liegt. Wir konnten ihn nicht mehr finden. Oder wir haben ihn gefunden. Ich weiß es nicht. Es wurde alles schwarz. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir in der Stadt gelandet sind. Ja, wie gesagt, das ist nur etwas, was wir in Anbetracht dessen, dass wir hier so einen Club eröffnen wollen, auch beachten sollten. Ich weiß nur, dass ich irgendwie Blut in der Nase, also als Geruch Blut wahrgenommen habe, Rauch und dann wie betrunken durch die Stadt geirrt bin und kurze Zeit später fand ich Jelly. Hey. Na, vielleicht weiß Diego ja mehr. In diesem Bus sollte diese Droge euch gegeben werden, oder wie? Das war ein Partybus. So ein fahrender Rave. Das war kein Partybus, das war die Hölle. War der Bus des Grauens. Zurück und hat so 2 Dosen Red Bull in der Hand. Hast du eine schon gegessen? Hm? Hast du eine schon gegessen? Nee, mit Dosenblech kann ich nicht so viel anfangen. Das hat nicht so viel Potenzial. Also, oder noch nicht. Ich habe vielleicht noch nicht die richtige Kombination gefunden. Schüttelt kurz den Kopf. Das hört sich irgendwie komisch an. Naja, wie gesagt, uns fehlt komplett die Erinnerung, was genau passiert ist, nachdem die Menschen so ein bisschen sich, naja, quasi wie in Raserei waren, sich gebärdet haben. Können wir über was anderes reden? Klar, sorry. Wir könnten eine Runde pokern. Ich bin nur so der Doppelkopfspieler. Ich muss noch mal raus. Ich habe Hunger. Anderes. Oh, Hunger. Ich auch. Ich habe tierischen Hunger. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir dir was hier runterholen, ne? Zuck ein bisschen die Schultern. Naja, ich jage eigentlich nie. Ich bin da nicht so geübt drin. Ich kann nicht so gut den sexy Augenaufschlag. Jetzt zwinkern so 2-3 Mal etwas unbeholfen. Angela kann das besser. Es wird aber auch ein bisschen auffällig, wenn wir jetzt jemand hierher holen. Es wäre was anderes, wenn der Club schon in Betrieb wäre, aber so. Mhm. Ja. Jelly krempelt sich den Ärmel hoch und hält Ronan ihren Unterarm hin. Ganz kurzes Zögern, aber ich gehe nach einer Raserei davon aus, dass man einfach unfassbaren Hunger hat. Schaut kurz, automatisch fängt die Ader für seine Augen an zu pochen. Wirft dir noch ganz kurz so einen entschuldigenden Blick zu. Ich kann raus. Und dann trinkt er. Aber wie? Ja, mach mal einen Hunger-Frenzy-Check. Warte mal, das war was? Oh, das wär's jetzt. Hunger-Frenzy habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Musste ich noch nie. Schwierigkeit. Ich denke mal, dass du Hunger 4 hast jetzt dann. Also Schwierigkeit 3. Ich benutze dich wie ein Tetrapack. Ganz normaler Frenzy-Check, also. Willpower und 1/3 Menschlichkeit abgerundet. Willpower und 1/3 Menschlichkeit abgerundet. Schwierigkeit 3. Achso, das geht ja glatt auf. Willpower. Okay. Schwierigkeit 3. Immerhin habe ich ein paar Würfel mehr als Isaiah. Du bist gemutet. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Folge. Also Ronan hat sich sowas von im Griff. Also. Das ist so dieses, also es ist so, er greift halt abends ziemlich fest, als er anfängt zu trinken, dann wandern so die Augen so wirklich wieder kurz zur Seite, dann wird der Griff sehr sanft und tatsächlich scheinbar ohne Anstrengung, auch wenn es nicht so ist, löst er ganz behutsam seine Zähne wieder raus, dreht sich kurzerhand tatsächlich weg, ja, dreht sich wieder um. Das ist mir seltsam anzusehen. Du blickst Jelly ins Gesicht und siehst irgendwie, dass irgendwie der ihren mitleidigen oder besorgten Ausdruck auch wahrscheinlich auf dem Gesicht. Und die Musik hat aufgehört und dann dieses Flirren vor den Augen. Oh, es geht mir wesentlich besser. Ich höre die Musik nicht mehr, aber ich habe einen Nachgeschmack von Plastik. Ja. Und von Spinat? Ich hätte Kaffee trinken sollen. Oder Whisky. Tja, ich glaube, wir blenden mal aus dann für diese Session mit dem komischen Geschmack in Ronans vampirischem Mund. Nach Gummibaum und Plastik. Ja, ja, sehr lustig, sehr spaßig und schön, dass wir so diese letzte Session in diesem Jahr nochmal durchgezockt haben, einige neue Dinge erfahren haben und ein paar neue Bande geknüpft haben. Mal schauen, wie belastbar das alles ist. Und ja, ob Sam damit auch ganz gut leben kann mit diesem Arrangement oder ob die doch noch einen Tanklaster klaut und in dieses Polizeirevier reinfährt. Ich fahre denn da nicht rein. Ich lasse ihn dann reinfahren, wenn schon. Ja, wenn dann Toreador-Style, ja. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter. Vielleicht aber erst Ende des Monats Januar, weil wir Anfang Januar nochmal eine konspirative Sitzung machen, so als Gesamtvampire mal so ein bisschen rekapitulieren und Ausblicke machen. Und ich hoffe dann, dass wir dann im Ende Januar nochmal wieder zu sehen sind im neuen Jahr. Ja. Genau, und dann sprechen wir uns ab, wie wir am besten alle Zuschauer ausnehmen und die Camarilla verfüttern. Ja. Und ich habe gehört, da ist bald ein cooler neuer Club. Kommt alle unbedingt in diese Stadt. Es wird nichts passieren. Nein, was soll da schon schief gehen? Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es in der Stadt ohne Namen auf jeden Fall weitergeht und ihr euch bis Ende Januar zu lange ist, dann könnt ihr mal, obwohl es ist nicht in der Richtung, es wird nicht in der Stadt ohne Namen beginnen, aber in der Nähe. Am 6. Januar, glaube ich, geht es los mit Hunter Blood and Sand. Das ist die erste Folge der anderen Seite. Mal schauen. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen, die Leute mal kennenzulernen, die unsere Charaktere hier jagen. Mal schauen, wer... Dürfen wir danach auch zurückjagen? Klar. Ich gehe davon gefressen werden. Ich gehe davon aus, dass ihr alle Spieler und Nichtspieler wissen voneinander trennen könnt. Also wenn ihr neugierig seid, dann könnt ihr natürlich zugucken. Klar, sonst wäre es doch langweilig. Ich kann das nicht trennen. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Mit deinem Kopf wird passiert gerade Blödsinn, du vergisst das alles wieder. Ja. Ja, such dir einfach einen Malkavianer, der dir das Gedächtnis löschen kann. Oder ey, ich kann das auch. Das Gedächtnis zu löschen. Ich kann Cloud Memory machen. In Wahrheit ist Ronan gar kein Tremere, sondern ein Malk, der sich für ein Tremere hält. Hm. Das würde erklären, warum er mit Taumaturgie und Okkultismus und so nicht so richtig viel am Hut hat. Ja, ne, das macht Sinn. Doch nicht alles. Mann, den ganzen Plot-Twists wird's kaputt gemacht. Mann, Rerion! Oh, Entschuldigung. Ja. Nachher behauptet noch irgendjemand, Pranava wäre ein Chimiske. Die Pranava ist ein Chimiske? Psst. So. Vielen Dank fürs Zugucken. Und vielen Dank fürs Mitspielen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Ich denke, wir wünschen euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert nicht zu ausgelassen. Dass bei euch nicht so ähnlich unangenehme Dinge auf den Jahreswechsel passieren wie jetzt bei Ronan. Genau, ja. Passt auf euch auf und passt auf die Leute um euch herum auf. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr in alter Frische wieder. Und ja, kleiner Werbeblock noch vorneweg vielleicht noch. Irgendwie gibt es noch irgendwas Neues von Feramin demnächst? Morgen den Jahresrückblick mit dir und Pölle. Und sonst geht es erst im neuen Jahr wieder weiter, wo terminlich noch nicht so ganz genau geklärt ist, wann exakt. Aber das wird dann über den Pol ja angekündigt, wann wir das nächste Mal Dark Ages spielen oder was dann als nächstes, was dann die nächste Runde ist. Am 4. ist G7. Stimmt, am 4. ist die G7 bei Mischka. Genau. Und da sieht man mich ansonsten auch nichts mehr, glaube ich. Womit wir den Rerion auch abgefrühstückt hätten. Das habe ich gut hingekriegt. Und Feder? Bei mir gibt es morgen tatsächlich noch was. Nicht um 20 Uhr, wie es im Moment auf dem Pool steht, sondern wahrscheinlich um 19 Uhr schon, weil alle frei haben. Das bedeutet, wir können früher anfangen. Und zwar gibt es eine neue Folge Wechselbalg. Wir haben tatsächlich noch einen Termin gefunden in diesem Jahr. Es fehlt in der Stadt ohne Namen noch so ein Wechselbalg. Das ist Jelly. Psst. Die tut so, als wäre sie. Hallo? Das wäre aber dann jetzt echt ungünstig für Ronan, wenn er von dem Wechselbalg getrunken hätte. Das erklärt, warum er plötzlich Stimmen hört. Aber er hört jetzt doch keine Stimmen mehr. Ja, ja, das ist... alles dafür strahlt er jetzt bald wie die Sonne. Tatsächlich... ja, meine Spieler sind morgen auf der Suche nach einer Unterkunft in einer Menschenstadt und die haben da einen Tipp bekommen, dass sie doch mal im Green Dragonfly vorbeischauen sollen und vielleicht werden sie das tun. Dann schaut der ein Wechselbalg bei Feder. Ja. Und Lidio, gibt es von dir auch irgendwas Neues, Schönes? Ja, tatsächlich. Nächstes Jahr hört sich immer so lustig an, aber am Donnerstag, am 2. geht's mit Azraels In Thy Blood Kampagne, System Degenesis weiter. Also Degenesis auf dem Kanal von Azrael, die das E wie eine 3 schreiben. Richtig. Wenn ihr das hier später auf YouTube guckt, dann verlinke ich euch wie immer oben in der Ecke über Feramin die ganzen tollen Kanäle, damit ihr die auch findet. Ansonsten schaut ihr einfach auf dem Nerdpol vorbei und da findet ihr dann ganz viele Streamer. Oder hier klickt auf den Link, dann habt ihr alle Streamer, die so im Nerdpol aktiv sind und auf einer schönen Dokumentenseite zusammengefasst. Da könnt ihr euch durchklicken und die ganzen Ferien jetzt über den ganzen Tag nur Rollenspiel-Streams gucken. Ich freue mich übrigens über die inzwischen, ich habe gesehen, ganz viele nutzen die Feiertage und die Ferien jetzt, um meine alten Streams nachzuschauen. Das ist sehr schön, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Danke dafür. Sehr cool. Ja, dann schicke ich euch jetzt gleich noch weiter. Ich gucke mal, wen können wir denn belästigen mit unserer Anwesenheit. Es ist niemand rollenspieltechnisch unterwegs gerade. Ja. Dann kann ich euch gar nicht weiterschicken. Egal, gut. Wünsche euch trotzdem noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder, hoffentlich. Und bis dahin den Segen der Nacht. Tschüss. Bye, bye.